Es ist komplett zu ruhig. Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf dem Dreamers Channel. Oh, vergessen. Ey, wie geht es euch? Geht's euch gut? Ich hoffe, ihr habt bis jetzt einen schönen Tag gehabt. Ja, heute beginnen wir ein neues Projekt. Ich habe gestern ja schon bei Titanfall, ich glaube, ich sollte das noch sagen am Anfang. Gestern bei Titanfall habe ich ja noch nicht genau gewusst, was das Problem war bei Xenoblade, aber jetzt weiß ich's. Und ich weiß mit Sicherheit, dass wir es nicht weiterspielen können. Oder vielleicht irgendwann in der Zukunft. Es ist so, wir haben ja, ich musste ja für unseren Streamrun sozusagen auf einem anderen Account spielen. Und ich habe ja das Spiel als Card. Und es hat alles super funktioniert. Ich habe auch bei meinem privaten Account eigentlich die Spiele runtergeladen oder halt auch Add-ons. Und das konnte man dann auf der ganzen Switch sozusagen immer gebrauchen. Bis gestern irgendwas angepasst wurde und jetzt kann irgendwie der zweite Account, weil ich ja einen zweiten Spielstand machen musste, weil ich ja den alten nicht wegwerfen wollte, kann jetzt auf diese Add-ons-Sachen, die ich über den eShop runtergeladen habe, nicht mehr zugreifen. Es ist einfach so, es ist so blöd, weil ich kann das Spiel starten beim normalen, also bei meinem Privataccount, also dort, wo ich auch meinen privaten Run gemacht habe. Dort kann ich das Spiel ohne Probleme starten, kann alles lesen, die Dateien sind da. Aber wenn ich dann auf den anderen Account gehe, steht zusätzliche Inhalte fehlen, bitte herunterladen. Also müsste ich jetzt beim eShop mit dem zweiten Account gehen und noch die Add-ons kaufen, zusätzlich, obwohl ich sie eigentlich ja schon besitze. Es ist so dumm, es ist einfach nur, es ist so dumm, weil man kann ja vom Spiel selbst, also Xenoblade, kann man nicht mehrere Spielstände machen auf einem Account. Warum auch immer. Es ist ja, eigentlich ist das genau gleiche hier bei Pokémon. Man kann nur einen Spielstand machen. Wenn man einen zweiten macht, überschreibt man eher vielleicht den vorherigen Spielstand oder man kann gar nicht speichern und muss im Hauptmenü das Spiel löschen. Es ist so bedenklich. Es ist so bedenklich, man muss extra jetzt noch ein bisschen Geld ausgeben. Also, vor allem, es kostet. Der Season Pass mit dem DLC und alles, was wir ja gespielt haben, kostet immer noch 44 Euro irgendwas. Obwohl wir es schon besitzen, obwohl ich es vor 3 Jahren schon gekauft habe, muss ich es mir jetzt nochmal gönnen. Wegen dem, ey. Es tut mir leid, dass es jetzt für eine kurze Zeit oder ja, für eine ungenaue Zeit pausiert ist. Ja, ist halt wirklich blöde gelaufen. Also wirklich. Ja, egal. Ey, wir starten jetzt das neue Projekt. Ich wollte das am Anfang nur noch schnell sagen, weil sonst kommt es zur Verwirrtheit. Und zum Glück haben wir ja das meiste schon gesehen. Also, Nebenmission. Wir haben jetzt halt ein bisschen DLC gemacht und halt nicht alle Klingenmissionen, aber hätten wir eh nicht ganz machen können, weil uns ja noch ein paar Klingen gefehlt haben. Wegen dem ist halt das Projekt ja noch zu Ende, also ist jetzt fertig sozusagen auf ungenaue Zeit. Irgendwann, keine Ahnung. Kaufe ich es mir dann und dann können wir weitermachen, sonst dort bei diesem Punkt. Ist halt blöde. Die Diskussion hatten wir schon nach Nintendo. Ja, es ist wirklich so. Einerseits verstehe ich irgendwie die Vorgehensweise von Nintendo, weil man könnte jetzt einen Account machen, der irgendwie alle Spiele besitzt. Und dann kann man diesen Account irgendwo sonst anmelden, alle Spiele runterladen und dann können alle profitieren.
So kann man ja eigentlich die Spiele, einer muss nur kaufen und mehrere können profitieren davon. Da verstehe ich es vollkommen, dass Nintendo denkt, oh ja, okay, das finden wir ein bisschen unfair. Aber es ist jetzt gerade übelst unpraktisch in unserer Situation, weil wir haben jetzt 90 Tage daran gespielt, waren fe fast fertig und dann hört es einfach so vom einen Tag auf den anderen auf. Es ist so strange einfach. Und ey, sorry Jonas, ich war gerade übelst im Tunnel. Geht's dir gut? Oh Mann. Ja, ey, eben, wie gesagt, irgendwann später kommt's vielleicht wieder back. I don't know. Wir haben ja das meiste gesehen. Also, wenn schon nicht ganz, ganz alles weg. Okay, Leute. Ich sage jetzt gar nichts mehr. Einfach nur schnell. Alle guten Dinge sind drei. Okay. Leute. Ja, wir machen ein bisschen schneller. Ich weiß nicht, ob es am Laggen ist oder nicht. Wir haben es ja letztes Mal auch ein bisschen schneller machen müssen. Okay, einfach nur genießen. Ich mach mal ganz normal. Ja, geht eigentlich. Ist es von der Lautstärke gut? Ich habe diese Musik gar nicht mehr so in Erinnerung. Das Spiel habe ich von allen Pokémon-Spielen am wenigsten gespielt. Ich glaube einmal durch und dann nie wieder. Obwohl das Spiel eigentlich gar nicht mal so schlecht ist. Ich habe mich für die weiße Edition entschieden, weil Zekrom einfach viel, viel geiler ist. Viel, viel geiler als Reshiram. Ich muss wieder auf der Tastatur spielen. Ich habe es mir noch nicht eingerichtet mit dem Controller. Muss ich noch haben und fragen. Okay, neues Spiel. Hallo, wie geht's? Willkommen in der Welt der Pokémon. Ich bin Professor Esche. Die Leute nennen mich auch die Pokémon-Professorin. Alright. Hier in dieser Edition kann ich schon als erstes sagen, in dieser Edition gibt es nur neue Pokémon. Also alle die alten von den vier anderen Generationen gibt es hier nicht. Wir spielen ja die erste Version. Bei Schwarz und Weiß 2 kommen die dann wieder dazu. Das war, glaube ich, damals auch ein bisschen ein Shitstorm. Also nicht so groß, wie es bei Schwert und Schild war. Aber es war schon ein paar Leute, die gemeckert haben. Wie du vielleicht weißt, wird diese Welt von Wesen bevölkert, die man Pokémon nennt. In den Pokémon schlummern geheimnisvolle Kräfte. Begegnen kann man ihnen beinahe überall und es gibt eine große Vielfalt an unterschiedlichen Arten unter ihnen. Die Pokémon und wir Menschen ergänzen uns ganz ausgezeichnet. Wir führen ein Leben in Eintracht mit ihnen und helfen uns gegenseitig, wo wir können. Um das Band der Freundschaft zu seinem Pokémon zu stärken, ist es sehr beliebt, mit ihnen gegen die Teams anderer Trainer zu kämpfen. Tja, und ich habe mein Leben der Erforschung der Pokémon gewidmet. Aber genug von mir. Erzähl mir doch lieber ein bisschen was über dich. Okay, bist du ein Junge oder ein Mädchen? Aha, ein Junge bist du also. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Jetzt wüsste ich noch gern, wie du heißt. Verrate mir doch bitte deinen Namen. Okay.
Wir nehmen Classic. Haben wir diesmal Platz für alles? Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist immer noch genau gleich. Ja, es geht nur dreimal. Geht aber auch klar. Vor allem schön Caps Lock. Wir schreien unseren Namen immer. Immer. Dreamer lautet dein Name also? Ist das richtig? Ja. Dreamer. Das ist aber mal ein toller Name. Immer die Komplimente ganz am Anfang. Gut, dann will ich dir jetzt nochmal deine treuen Weggefährten vorstellen. Ihr seid ein unzertrennliches Gespann. Dieser Junge hier heißt Sharon. Oder Sharon? Wahrscheinlich schon das... Manchmal gibt er sich ein wenig mürrisch, aber er ist ein aufrichtiger Bursche. Dieses Mädchen hört auf den Namen Belle. Sie geht alles ein wenig gemütlicher an, aber gibt immer ihr Bestes. Ich werde euch dreien jetzt einfach mal vertrauen und jedem von euch eins meiner kostbaren Pokémon schenken. Hör mir gut zu, Dreamer. Von dem Augenblick an dem du dich für ein Pokémon entscheidest, beginnt dein ganz persönliches Abenteuer. Auf deiner Reise wirst du mit unzähligen Pokémon und Menschen in Berührung kommen, die nicht immer dieselben Ideen und Auffassungen teilen wie du. Ich hoffe, es gelingt dir, durch diese Begegnungen herauszufinden, was für dich im Leben wichtig ist und was nicht. Ich sehe, du verstehst mich. Wir haben noch kein Wort gesagt. Das große Ziel deiner Reise sollte es sein, über den Umgang mit Menschen und Pokémon reifer zu werden und innerlich zu wachsen. So, jetzt aber mal los, geh und stürze dich kopfüber in die Welt der Pokémon. Es ist Frühling. Oh mein Gott, woher weiß das Spiel das? Ah, du, Dudesack, hallo, auch wieder mal da. Alles klar, ja, mir geht's gut und dir? Wir haben ein bisschen ungünstig das letzte Projekt abschließen müssen. Ja, ich habe das Anfangsstream schon erklärt, ausführlich erklärt. Einfach nur, weil Nintendo sich gedacht hat, wir ändern irgendwas am System. Es ist einfach so bedenklich. Aber ey, jetzt wieder mal ein Pokémon-Spiel. Wir haben jetzt wirklich lange an dem anderen Projekt Zeit investiert, sagen wir so. Ich habe ja gesagt, es dauert lange. Ist übelst dunkel geworden draußen. Vom Licht her geht's ja noch. Okay. Sorry. Dreamer! Professor Escher hat gesagt, dass wir Pokémon bekommen sollen. Wo Bell nur wieder bleibt? Sie ist wirklich gemütlich unterwegs. Die Musik ändert sich auch instant. Auch gut, danke. Ah, freut mich. Nice. Bald normalisiert sich das Leben hoffentlich wieder etwas. Ja, voll. Ja, voll. Zum Glück haben wir... Man kann es so oder so sehen. Ich finde es aber gut, dass das komplett freiwillig ist mit Maskenpflicht. Also mit Masken tragen außerhalb, also in der Öffentlichkeit. Zum Glück. Also ich glaube, in Deutschland ist ja Maskenpflicht. Aber in der Schweiz ist es ein bisschen lockerer. Aber man sollte trotzdem, also wenn man vor allem sich selber schützen will, ist es besser. Oder anderen, falls man auch krank ist. Dann vor allem. Das wäre sehr strange, wenn man das nicht macht. Wenn man dann so nicht vernünftig ist. Also wirklich. Wie ich heute immer den Faden verliere. So typisch. Bin schon wieder zu spät. Entschuldigt bitte. Also wirklich, Belle. Dass du alles gern etwas gemächlicher angehst, ist für uns mittlerweile nichts Neues mehr. Aber warum gerade heute, wo wir doch unsere Pokémon bekommen sollen? Yo, dreh durch. Oh Gott. Hatte jeden Tag den ganzen Nachmittag Gruppencalls mit meinen Mitschülern, weil unsere Lehrer den Fernunterricht überhaupt nicht hinkriegen. Da versuchen wir uns gegenseitig zu helfen. Oh mein Gott, ja, kann ich mir vorstellen. Ja, vor allem, die Lehrer sind ja alles nicht
IT-Leute, ich habe ja auch schon mal erwähnt, wie es bei mir in der Informatik war. Also das ist immer bei uns der Unterricht mit dem Computer, und unsere Lehrerin in der letzten Stufe war ein bisschen aufgeschmissen und hat uns halt dann ja wie gar nicht unterrichten können. Und es war mehr dann eine Freistunde, wegen dem kann ich mir vorstellen, weil die meisten Lehrer sind nicht so, kennen sich nicht so gut aus mit der IT. Also es gibt Ausnahmen natürlich. 5 von 6 Lehrer über 60. Oh. Ja, okay. Ja, okay. Ja, das ist halt eine andere Generation, ja, dann ist komplett Neuland dann für sie. Puh, ja, kann ich mir vorstellen. Aber solange, dass man eben gegenseitig helfen kann und alles klappt, schlussendlich, ist ja meistens noch provisorisch, also irgendwann wird sich vielleicht ein bisschen wieder Normalität einklingen. Ich weiß ja nicht. Es ist ein schwieriges Thema. Schon wieder völlig den Faden verloren. Oh Mann, einfach. Das Intro ist generell immer am längsten und dann rede ich eh noch so viel dazu. Okay. Du hast ja recht. Es tut mir wirklich leid, ihr beiden. Und wo sind die Pokémon nun? Professor Escher hat sie hierher gebracht, Dreamer. Also steht dir auch das Recht zu, dir zuerst eins auszusuchen. Oh, ich muss den Text viel schneller machen. Das ist nur gerecht. In diesem Geschenkpaket warten die Pokémon schon auf uns. Na los, Dreamer. Trau dich schon und schau nach, was drin ist. Ich kann's kaum noch erwarten. Man sieht sich! Haha! Wo willst du denn jetzt hin? Öffne doch erstmal das Paket! Ey, die rauben unsere Freiheit zu gehen! Ey! Ey, ich hab Durst! Ja, egal, okay. Was sagen sie? Wärst du so nett, das Geschenkpaket zu öffnen? Die Pokémon wollen uns sicher schnell kennenlernen. Ja. Was meinst du? Was für Pokémon verstecken sich wohl darin? Ich gehe mal im PC. Oh nein, Basiswissen. Oh, was habe ich nur getan? Okay. Oh, eine Wii. Da steht eine Wii-Konsole. Die Spiele bedient man über die Wii-Fernbedienung. Nein! Nein, hätte ich jetzt niemals gedacht. Das ist der Flachbildfernseher, den Vater gekauft hat. Okay, das ist schon mal eine bessere Beschreibung. Okay, hier kann man nichts anklicken. Alle denken so, alle Zuschauer. Nimm jetzt endlich das Paket. Da steht ein Bett. Also unser Charakter ist sehr aufmerksam. Die Bettlaken sind von Mama frisch gewaschen und duften gut. Nice. So will man's haben. Okay. Dreamer öffnet das Geschenkpaket. Oh, jetzt müssen wir noch Brief lesen. Ey, tut mir leid, wenn ich immer Rauchpausen mache. Ich will das auch nicht immer tausendmal anzünden. Zusammen mit diesem Brief habe ich dir 3 Pokémon geschenkt. Rufe deine Freunde herbei und sucht euch je ein Pokémon aus, ohne zu streiten. Alles Gute und beste Grüße, Professor Esch. Oder Professorin. Sorry. 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 Gender Equality hier. Okay. Wir haben immer das Feuer-Pokémon genommen. Wegen dem nehmen wir auch dieses Mal wieder ein Feuer-Pokémon. Es ist so nutzlos. Es tut mir leid. Ich glaube, ich habe Pokémon, Schwarze Edition damals. Ich glaube, ich habe sogar beide damals gekauft. So wieder typisch einfach. Und habe mir da auch Das wäre ein Fehler gewesen. Oh mein Gott.
Habe ich auch sehr viel voll genommen. Irgendwie bin ich nicht so ein Fan. Okay. Wir nehmen immer das Feuer-Pokémon. Wegen dem nehmen wir jetzt heute das Wasser-Pokémon so. Otaro, oh mein Gott. So. Ich bin gleich da. Was ist übrigens dein abschließendes Fazit zu Schwert und Schild? Also, ich muss sagen, ein bisschen kurz. Man kommt relativ schnell durch. Also, was war bei mir jedenfalls so. Vielleicht hatte ich auch übles Glück. Es gab ein paar Passagen, die schon schwierig waren. Ich finde halt, die Naturzone, dass man halt jeden Tag ein bisschen warten muss, damit das Wetter sich ändert und dass man spezifische Pokémon einfangen kann, finde ich ja schon eine nette Idee, aber ein bisschen zu farmlastig. Irgendwie hat es mir dann auch über der Zeit nicht allzu Spaß gemacht. Ich bin gespannt, wie die Erweiterung so rauskommt, ob das halt besser wird. Vor allem, ich glaube, wir können dann unser Pokédex endlich vervollständigen, weil ich habe ja bei Sonne und Mond dort die meisten Pokémon, die man ja eigentlich bei Pokémon Schwert und Schild braucht, kann ich eigentlich alle jetzt rüberladen. Außer, ja, wahrscheinlich muss man für das auch wieder Geld ausgeben, für Pokémon Home. Ich weiß gar nicht, ist Pokémon Home überhaupt draußen? Weiß das jemand? Okay, also... Ich nehme dieses Pokémon und Scheren bekommt das da, okay? Wieso entscheidest du, welches Pokémon ich bekomme? Was soll's, ich wollte sowieso von Anfang an Serpif... Ich kann Schere nicht mehr ernst nehmen. Nee, weiß ich nicht. Gar nicht verfolgt. Ah, okay. Ja, wenn, sobald das Pokémon Home dann auch draußen ist, kann man schön alle wieder rüberladen. Das ist schon mal sehr gut. Es soll ja noch Erweiterung geben mit den Inseln. Ja, genau eben. Das meinte ich mit dem Erweiterungspass. Also es gibt ja zwei. Das eine kommt ja im Juni oder Juli. Vor allem im Sommer kommt das nächste raus. Und das letzte kommt, glaube ich, im Herbst irgendwann. I don't know. Weiß noch nicht, ob ich den kaufen soll. Also ich werde es mir jedenfalls gönnen. Mal reinschauen. Vor allem, ich finde es gut, dass sie jetzt dort halt eben alle Pokémon wieder hinzugefügt haben. Es ist zwar ein bisschen ein komischer Move, alle Pokémon als erstes wegzunehmen und dann mit Erweiterungspass wieder so zu verkaufen. Ich will ja nicht sagen, aber ein bisschen komisch. Das Spiel hat mir zwar gut gefallen, aber irgendwie fehlt etwas, weiß nicht. Ja, es ist nicht ganz so komplett optimiert. So, wenn man ganz am Schluss doch komplett drüber geht und alles, auch mit der Grafik ist nicht gerade das Beste. Es gibt gute Animationen, halt bei den beiden Kämpfen, aber sie haben auch vieles verkackt. Zum Beispiel, hat Liberlo die Schüssel beim Essen, also ich weiß nicht, ob sie es gepatcht haben, also beim Curry-Essen hat er die Schüssel an den Füßen gehabt. Weil dort, wie der Interaktionspunkt war von dem Pokémon, auch beim Ballspielen ist es ja, macht es ja Sinn, aber ja. Hat sich ein Beigeschmack, ja, Geldmacherei, ja. Ja, aber hey, andere machen das auch. Ja, passt gut, EA. Also ja, sie haben sich ein bisschen geändert. Bisschen, ein paar Spalten. Bei Battlefront haben sie sich jedenfalls gebessert. Aber ich habe auch ein bisschen mitbekommen bei FIFA. Ja, sie müssen halt auch Geld machen. Andere machen halt mit anderen Mitteln noch dazu Geld. Die anderen halt so.
wie man es halt selber will, es leidet ja meistens immer ja der Ruf dran. Weil eben, wie Dude Saka auch schon geschrieben hat, man denkt immer instant eigentlich gerade an diese Firma. Obwohl, dass sie vielleicht sich schon gebessert haben und so, es bleibt übelst im Gedächtnis hängen. Ich weiß ja nicht, ob das dann gut ist. Man macht übelst Geld, man bleibt aber ein bisschen schlecht im Gedächtnis. Oder man bleibt normal, aber ist alles okay. Also, ja. Wie man es will, also I don't know. Vor allem no hate, also jeder soll es machen, wie man will. Also, man muss sich halt auch manchmal über Wasser halten. Je nachdem, in die Firma, Entwicklerstudio oder so. Ey, ich hab mich wieder übelst ablenken lassen. Alter. Tut mir leid, Leute. Wir streamen sicher schon eine halbe Stunde und ich bin immer noch am Anfang. Es tut mir so leid, Leute. Man könnte meinen, ich habe übelst die Fehler bei OBS gehabt oder beim Emulator und wäre immer noch hier. Oh Mann. So. Nun hat jeder sein Pokémon ausgewählt. Und jetzt? Ich hab's. Jetzt ist es Zeit für ein kleines Pokémon-Kämpfchen. Hör mal, Bell. Die Pokémon sind zwar noch schwach, aber trotzdem sollten wir sie nicht im Haus kämpfen lassen. Ach was, das geht schon in Ordnung. Was könnten die drei schon anrichten? Irgendwann müsste sie ja mal anfangen zu kämpfen, oder habe ich etwa Unrecht? Also Dreamer, lass uns mit dem Pokémon-Kampf beginnen. Und das hier, jetzt sieht man es dann zum ersten Mal. Wir haben jetzt schon alle Pokémon nacheinander gespielt. Ja, okay. Außer Pokémon Schwert und Schild und Let's Go Evoli und Let's Go Pikachu. Okay, der Kampf ist ein bisschen langsam. Hier sieht man, es gibt jetzt endlich Animationen und das war damals so richtig... Was? Was? Die bewegen sich die ganze Zeit? Das war so richtig Hightech damals. Kann man das Hightech damals... Ich weiß ja nicht. Es war jedenfalls ein großer Fortschritt. Au, tu mein Pokémon nicht so weh. Na warte, damit kommst du mir nicht davon. Ich habe gerade, wenn ich dieses Menü sehe, gerade übelst Nostalgie. Es versetzt mich gerade übelst in die Ferientage zurück. Sieht nicht gut aus. Nein, jetzt hat er noch die Verteidigung gesunken. Komm schon, Volltreffer. Nein! Ah gut. Ich beschleunige manchmal, wenn so die Animation ein bisschen länger dauert. Und wenn man die Animation tausendmal schon gesehen hat. Boom! In your face, Bell! Deine und mein Pokémon haben beide ihr Bestes gegeben. Oh, sie gibt uns einfach 500, danke. Wow, Dreamer! Du scheinst das Zeug zu einem großartigen Trainer zu haben. Ich habe da so eine Vorahnung. Oh ja, sie weiß es. Sie weiß es schon jetzt. Also wirklich, Bell! Jetzt schau dir doch bloß einmal das Zimmer an. Was ist denn hier passiert? Das ist ja wie bei Hempels unterm Sofa. Ist das irgendeine Redewendung? Die Pokémon sind unglaublich, wo sie doch noch so klein sind. Ich bin so froh, dass ich einen Pokémon bekommen habe. Du bist doch jetzt nicht wütend, Dreamer, oder? Zum Glück haben wir vorhin noch ein bisschen herumgeschaut. Bell, bei dir sind echt Hopfen und Malz verloren. Okay, sei so gut und lass mich jetzt dein verletztes Pokémon aufpäppeln. Sheren hat das Pokémon von Bell geheilt. Lass mich jetzt auch dein Pokémon heilen, Dreamer. Sheren hat das Pokémon von Dreamer geheilt. Hey, Sheren! Welche Schere? Willst du dein Pokémon nicht auch mal in einen Kampf schicken? Also no hate gegen die Leute, die so heißen. Wer so gut über Pokémon Bescheid weiß wie du, richtet bestimmt auch nicht
sein heilloses Durcheinander an wie ich. Ich glaube, du hast Talent für Kämpfe. Ja, da muss ich dir zustimmen. Sehr bescheiden. Viel schlimmer werde ich das Zimmer ja auch wohl kaum anrichten können. Außerdem wäre es nur fair, wenn ich mir auch mal einen Kampf gönne. Damit steht unser allererster Kampf. Spürst du auch den Nervenkitzel? Zeig mir, was du drauf hast und gib alles Serpifeu. Ja, okay, wir haben Nachteil gegen Serpifeu. Eigentlich sollte ich nichts mehr sagen. Ich habe ja am Anfang übelst Serpifeu gebasht. Könnte aber uns irgendwann zum Verhängnis werden. Ich mache aber trotzdem ein bisschen schneller. Die Musik komplett am Durchdrehen. Wir machen jetzt am Anfang mal Rutenschlag. Okay. Get down! Oh. Mach die gleiche Schiene. Einfach mit Silberblick. Okay. Okay. You get down! Boom! Vor allem jetzt ist es auch wieder synchron. Bei Xenoblade war es ja immer ein bisschen versetzt. Ich habe ja das Bild viel eher gehört als der Ton. Beziehungsweise ich habe alles eher gesehen als ihr. Dann schlussendlich im Stream. Mit meiner Reaktion. Ist ein bisschen strange, weil es ja über OBS gelaufen ist und halt Elgato so ein bisschen versetzt ist bei mir. Keine Ahnung. Ich hatte nicht damit gerechnet, gleich im ersten Kampf den Kürzeren zu ziehen. Aber was für eine Spannung. Jetzt bin ich endlich ein Pokémon-Trainer. Aber nun muss ich mich erstmal bei deiner Mutter für die ganze Unordnung hier entschuldigen. Ich auch. Ah, der PC geht noch, aber hier sind wieder nur... Und die Wii? Ja, die Wii funktioniert auch noch. Sie ist in einwandfreien Zustand. Ja, zum Glück. Die Wii überlebt jeden Pokémon-Kampf. Entschuldigung für den Tumult von eben. Also ich werde dann mal aufräumen. Ah, gut, okay. Aufräumen? Schon gut. Darum werde ich mich nachher kümmern. Solltet ihr stattdessen nicht lieber Professorin Esche besuchen? Ja, das stimmt. Wir sollten uns bei Professorin Esche oder Prof Esche bedanken gehen. Ich sage jetzt einfach Prof. Bis bald und Entschuldigung für die Umstände. Ich warte dann vor dem Pokémon-Labor auf euch. Oh, ich muss vorher noch mal kurz nach Hause. Ich bitte vielmals um Entschuldigung für die Störung. Oh nein. Dreamer! Pokémon-Kämpfe sind schon eine lebhafte Angelegenheit. Das Lärm der Pokémon war bis hier unten zu hören. Ach, das weckt Erinnerung an meinen allerersten Pokémon-Kampf. Ehe ich's vergesse, nach dem Kampf sollte man seine Pokémon eine Pause gönnen. Ah, okay. Nice. So, dein Pokémon ist wieder putzmunter. Und vergiss deinen Visocaster nicht, wenn du dich auf den Weg machst. Was ist das? Dreamer erhält Visocaster. Was war das nochmal? Das ist ein Basis-Item. Du gehst dich auch bei Professorin Esche bedanken, nicht wahr? Also, dann lass dich mal nicht aufhalten. Also, ach, stimmt. Okay. Ich wollte sagen, wir können noch gar nicht speichern. Ja, ich speichere jetzt mal. Okay. Muss sein. Ist eigentlich bei Mono. Egal. IR-Sicherung. Infrarotfunktion speichern möchte es. What? Das ist wegen der Verbindung, hä? Aber, hä, man kann man das Textfeld nicht anpassen? Really?
Ich bin einfach enttäuscht. Oder war das beim Visocaster? Wie das Geräusch ist. Ein hochmodernes Gerät, mit dem bis zu 4 Personen miteinander kommunizieren. I got it. Okay. Wie gesagt, ich habe das Spiel einmal richtig gut durchgezockt. Richtig gut. Bestbeschreibung wieder. Okay. Nein, nein und nochmals, nein! Aber ich habe doch einen Pokémon bekommen. Ich bin also schon ein richtiger Trainer. Ich fürchte mich vor keinem Abenteuer. Ah, hallo. Mach dir keine Sorgen, es ist alles in bester Ordnung. Dann mache ich mir mal auf den Weg und warte vor dem Labor auf dich. Bro? Wie bitte? Meine kleine Tochter will mit ihrem Pokémon auf Reisen gehen? So jung und dann noch ganz allein? Sorry. Tut mir leid, dass ich dich angesprochen habe. Aber Liebling, du machst dir wirklich viel zu viele Sorgen. Es ist doch mit allen Kindern so. Mit seinem Pokémon auf Reisen zu gehen. Ich musste gerade überlegen. Eigentlich sind ja die Spieler hier, die Charaktere immer so 10 Jahre alt. Oder 12. Irgendwas so zwischendrin. Sie sind in diesem Alter. Ja. Mit seinem Pokémon auf Reise zu gehen, ist für ein Kind nun mal ein wichtiger Schritt, um erwachsen zu werden. Okay, let's go. Wir erkunden mal die ganze Region. Wie sich so immer... Oh Gott. Okay, ich glaube... Oh, schade. Hätte ja sein können. Was sagst du? Die moderne Technik ist schon was Tolles. Man denke da nur mal an die vielen verschiedenen Möglichkeiten, die uns die Infrarotverbindung eröffnet. Ich glaube, damals war der DSi. Der DSi, glaube ich, war damals brandneu. Hey, Dreamer. Ich habe schon gehört, Professor Ash will dir eins ihrer Pokémon anvertrauen. Ach, du hast es schon bekommen? Oh, wirklich süß, das Kleine. Dann kannst du jetzt ja endlich als Trainer deine Abenteuer angehen. Also dann werde ich dir jetzt aus dem Expeditionshandbuch vorlesen. Hier steht, für Trainer ist der X-Knopf unerlässlich. Vergiss das nicht. Ich weiß, Shirin ist etwas verschlossen und man hat es nicht immer leicht mit ihm. Aber versucht bitte, euch nicht zu streiten. Ja, ja. Okay, schauen wir mal Shirins Zimmer an. Nice. Was hat er hier? Kein Abfall? Vorbildlich. Läuft es eigentlich auch flüssig? Also... Ich sehe es halt auf dem Handy, aber ich weiß nicht, vielleicht ist jemand hier mit dem Rechner online. Oh, glaubst du, so eine Reise mit Pokémon als Begleiter kann einen Menschen verändern? Ja, du hast recht, auf einer Reise denkt man eben viel nach und entwickelt sich weiter. Okay. Immer die Leute, die einem irgendwas erklären wollen. Auf der Welt soll es unzählige Pokémon und viele verschiedene Menschen geben. Wenn ich das höre, verspüre ich mit einem Mal so ein Kribbeln in den Fingern. Oh ja. Hätte ja einen Weg geben können. Und hier? Hier kann man auch nicht. Alright. Was vorhin bei mir zu Hause passiert ist, bleibt unser Geheimnis, okay? Jetzt aber los, auf zu Professorin Esche. Wie sie mal ohne mich gehen. Oh nein, was kommt jetzt? Hallo, ich habe schon auf euch gewartet. Meine jungen Freunde, ich möchte mich euch erneut vorstellen. Ich bin... Aber Professorin Esche, wir kennen sie doch schon. Ja, Shirin, mir ist durchaus bewusst, dass ihr euch an mich erinnert. Aber ein denkwürdiger Tag wie heute
verdient ein wenig Förmlichkeit. Also, dann stelle ich mich zunächst noch einmal kurz vor. Ich bin Professorin Esche. Meine Forschung befasst sich mit dem Ursprung der Pokémon. Ich gehe also der Frage nach, wie lange sie schon auf dieser Welt leben. Oh, ihr habt eure Pokémon schon kämpfen lassen. Das ist ja großartig. Dann haben sie sicher auch schon Vertrauen zu euch gefasst. Es sieht zumindest ganz danach aus. Übrigens, wollt ihr euren Pokémon Spitznamen geben? Oh, ich habe irgendwie Verbindung zum Chat verloren. Hä? Was ist heute los? Hä? Na egal. Verstehe, verstehe. Er soll keinen Spitznamen bekommen. So kann man es auch handhaben. Es gibt einen bestimmten Grund dafür, dass ich euch die Pokémon gegeben habe. Es hat mit dem Pokédex zu tun, oder? Pokédex? Goldrichtig, Sharon. Du hast schon viel über Pokémon gelernt. Trotzdem werde ich es euch noch einmal erklären. Nun zum Pokédex. Er ist ein hochmodernes Gerät, das alle Pokémon, denen ihr begegnet, automatisch erfasst. Daher möchte ich euch bitten, die gesamte Einar-Region zu durchforsten und sämtliche hier heimischen Pokémon aufzuspüren. So, das wäre erstmal alles zum Pokédex. Dreamer, Sharon und Bell, vor allem unser Name ist so der einzige, der im Caps Lock ist, seid ihr bereit, euer großes Abenteuer anzugehen und dabei den Pokédex zu vervollständigen? Hört mal! Na hör mal, ich bitte euch um nichts weiter als ein klares und mutiges Ja, welches die Welt auf den Kopf stellen wird. Ich möchte euch bitten, die gesamte Einar-Region zu durchforsten und... ja? Ich meine natürlich jawohl! Vielen Dank, Professorin Esche. Dank Ihnen hat sich mein größter Wunsch, Pokémon-Trainer zu werden, erfüllt. Vielen Dank euch dreien, das war die Antwort, die ich hören wollte. Wir haben gar nichts gesagt, aber egal. Doch, wir haben Ja geklickt. Oder Nein und dann Ja. Okay, wir haben Pokédex. Nun zum nächsten Schritt. Ich werde euch jetzt erklären, wie und wo ihr Pokémon ausfindig machen könnt. Folgt mir dazu bitte zur Route 1. Das ist wirklich Route 1? Oh. Oh. Nein, ich habe... egal. Darum bittet... Kann es doch eigentlich gar nicht falsch sein, wenn wir uns zusammen ins Abenteuer stürzen, oder? Ist doch nichts verkehrt daran, sich auf die Suche nach dem zu machen, womit man sein Leben verbringen will, oder? Ganz genau. Wir können nach Belieben reisen, solange wir den Pokédex vervollständigen. Ah, wir können laufen. Ich bin schon ganz aufgeregt. Na, Dreamer, was wirst du mit deinem Otaru jetzt unternehmen? Wir gehen fett Party machen. Endlich bin ich ein Pokémon-Trainer. Ich werde mich mit anderen Trainern im Kampf messen und stärker werden. Oh, schön hat sie's hier. Oh, ist auch leer. Ich glaube, die meisten werden eh leer sein. Hey, Dreamer, warte auf mich. Das seid ihr ja. Und was hat Professor Esche gesagt? Professorin so... ey. Ich verkacke es die ganze Zeit. Sie hat euch also gebeten, den Pokédex zu vervollständigen? Das ist ja großartig. Nun ja, also ehrlich gesagt habe ich das schon vorher gewusst. In diesem Sinne, nehmt bitte diese Karten mit. Danke. Hä? Hier, bitteschön, Sharon. Ich werde sorgfältig damit umgehen. Hier auch für dich, Bell. Vielen Dank, vielen herzlichen Dank. Das Zimmer von Dreamer werde ich schon aufräumen. Macht euch darum bitte keine Gedanken. Okay, Dreamer? Keine Ursache. Pokémon sind wirklich, wirklich faszinierende Geschöpfe. Erstaunlich, wie diese kleinen Kerlchen solch ein Chaos veranstalten können. Das sieht man ihnen
das sieht man ihnen wirklich nicht an. So, wenn man mit solchen Pokémon unterwegs ist, hat man gar nichts zu befürchten. Keine Sorge, ich werde euren Eltern die besten Grüße von euch ausrichten. Ihr werdet nicht nur Pokémon, sondern auch viele großartige Orte der Einalregion entdecken und so zu reifen Persönlichkeiten heranwachsen. Also dann, gute Reise! Ein Blick auf die Karte verrät dir im Nu, wo du dich gerade befindest. Eine tolle Sache, nicht wahr? Dann begeben wir uns mal auf Route 1, denn Professorin Esche erwartet uns bereits. Augenblick, ich komme mit! Los, Dreamer, wir sollten uns sputen! Sie lassen uns immer alleine. Können wir eigentlich schon rennen? Nö, wir können noch nicht rennen. Die Laufanimation einfach. Dreamer, hier entlang. Bell möchte, dass wir drei den ersten Schritt unserer Reise gemeinsam tun. Also Dreamer, lass uns alle drei zugleich Route 1 betreten. Also los geht's. 1, 2 und los! Meine Güte, ich bin vielleicht aufgeregt, kann ich dir sagen. Ja, so geht es mir auch, aber lasst uns gehen. Professor Esche wartet. Wir haben gerade wahrscheinlich Glück, weil Frühling ist. Wir haben jetzt übelst die schöne Landschaft. Oh, ey. Ich habe wieder keine Verbindung zum Chat. What? I don't know. Vielleicht hat es Netzwerkprobleme. Also es geht jetzt eigentlich wieder. I don't know. Tut mir leid, dass sie so lange auf uns warten mussten, Professorin Esche. So, jetzt werde ich euch einmal ein paar Dinge erklären. Wenn ihr ein Pokémon trefft, wird es automatisch in euren Pokédex eingetragen. Gelingt es euch danach, das Pokémon mit einem Pokéball zu fangen, wird sein Eintrag im Pokédex um einige zusätzliche Informationen und Details erweitert. So, nun werde ich euch zeigen, wie man ein Pokémon fängt. Okay, schauen wir mal. Da werde ich instant müde, wenn ich so... Ey, schon wieder. Also heute hat es ein bisschen der Wurm drin. Ja, ich lasse jetzt halt einfach den Dashboard an. Ey, tut mir leid, wenn ich eure Kommentare nicht gesehen habe. Okay, Nagelotz wurde gefangen. Habt ihr genau zugesehen? Ich erkläre euch... Mein Brain einfach. Ich erkläre es euch nochmal Schritt für Schritt. Zunächst muss das Pokémon geschwächt werden. Denn muntere und kräftige Pokémon sind nur schwer zu fangen. Nach Möglichkeit sollte euer Pokémon den Gegner mittels einer Statusveränderung wie Paralyse oder Schlaf schwächen. Okay. Das war's. Zum Schluss schenke ich euch noch diese Pokébälle. Also, ich muss heute dann wirklich schauen, dass ich das mit dem Controller spielen kann. Es ist übelst unangenehm, mit Tastatur zu spielen. Weil ich halte die ganze Zeit die Tastatur hier so in der Hand. Egal. Mit diesen Pokébällen könnt ihr Pokémon einfangen und dann die so gefangenen Pokémon mit euch herumtragen. So, das wäre dann alles. Ich mache mich dann mal auf den Weg und erwarte euch in Gavina. Wilde Pokémon tauchen übrigens nur im hohen Gras auf. Stimmt gar nicht. Bei Pokémon Let's Go Evolution stimmt das gar nicht. Er lügt. Also, dann werde ich mich auch mal nach Gavina aufmachen. Okay.
Ja, ich ebenfalls. Schon um neue Pokébälle zu kaufen, sollten wir in die nächste Stadt gehen. Okay. Ich kann nicht lesen, wie es aussieht. Einen Moment mal. Dreamer und Sheeran, hört mal kurz her. Ich habe da nämlich eine tolle Idee. Jetzt lasst uns hier keine Wurzel schlagen. Professorin Esche wartet sicher schon auf uns. Menschenskill, wollt ihr mir denn gar nicht zuhören? Wir könnten doch wetten, wer von uns die meisten Pokémon fängt, oder? Es gewinnt dann von uns dreien, wer einschließlich der Pokémon, die wir von Professorin Esche erhalten haben, letztlich die meisten Pokémon vorweisen kann. Puh, der Text, Alter, dieser Satz. Das ist ja eine tolle Idee. So wird es sicher richtig spannend. Und wenn wir dabei den Pokédex füllen, helfen wir obendrein noch Professorin Esche. Ach ja, wer seine Pokémon heilen möchte, bevor wir nach Gavina kommen, braucht nichts weiter zu tun, als bei sich daheim vorbeizuschauen. Mit Flonka an meiner Seite bin ich einfach nicht zu schlagen. Ich glaube, wir haben das Intro hinter uns. Zur Sicherheit speichern wir mal. Ist eigentlich gerade lustig. Wir haben am 1. Mai haben wir angefangen. Ja, schauen wir mal, wie lange dieses Projekt dauert. Okay, ich nehme an, Nagelotz kommt als erstes. Okay. Ja, wir fangen mal ein bisschen ein. Ja. Boom in your face. Hallo Harmon. Hallo, hallo. Jo, wie geht's? Mir geht's gut. Und wie geht's dir so? jetzt habe ich. Ich habe heute irgendwie Probleme mit mit der Verbindung zum Chat. Auch gut. Gerade aufgestanden. Ah, nice. Nice. Guten Morgen, gut geschlafen. Ich habe übelst lange gebraucht fürs Intro, aber jetzt haben wir, gerade jetzt haben wir angefangen. Also vorhin war noch Tutorial und jetzt sind wir auf die erste Route gekommen. Also gerade perfekt. Oh, ja geht. Meine Augen sind immer noch todmüde. Ah ja, kenn es zu gut. Bei mir sind auch am Morgen immer die Augen übelst schwer. Bis ich dann so richtig wach werde. Kennt man. Okay, ich mache es trotzdem jetzt so. Ich hoffe, die Verbindung geht nicht weg. Sonst, wenn ich ein paar Kommentare verpasse, tut es mir leid, Hamon. Also bis jetzt sieht es noch gut aus. Ich hoffe, es bleibt auch so. Okay. Sie sind von Natur aus vorsichtig und bewachen in Schichten ihren Bau. Hält niemand Wache, werden sie unruhig. Okay. Und wir haben Frühling. Ja, wie regional auch als hier im Spiel. Wilde Pokémon verstecken sich im hohen Gras. Wenn du also wilde Pokémon fangen oder gegen sie kämpfen möchtest, solltest du dich ins hohe Gras begeben. Bei immer so wiederholenden Sätzen steigt immer so der Rage-Meter. Immer ein bisschen. Hat dein Pokémon-Team noch ausreichend KP? Wenn die KP deiner Pokémon unterwegs zu sehr abnehmen, kann es brenzlig werden. Da habe ich das hier für dich. Bitte. Oh, bitte leg es in der Medizintasche deines Beutels ab. Dankeschön. Ich dachte noch. Wiederverbindung. Nee, kein Problem. Ich hatte auch ein paar Kommentare verpasst in den letzten paar Wochen wegen Chat. Ja, es ist übelst nervig. Es ist wahrscheinlich zu groß überlastet, weil ja immer mehr Länder haben ja Ausgangssperren gemacht. Und immer mehr Leute sind dann zu Hause geblieben, benutzen wahrscheinlich dann halt auch Twitch. Keine Ahnung. Vielleicht ist es ein bisschen überlastet. Also steht jetzt auch verbinden und.
starte schnell die App neu. Weil es steht die ganze Zeit verbinden. Ich glaube, es sollte jetzt wieder gehen. Steht immer noch verbinden, hä? Ah, okay. Okay. Scheinbar ist es jetzt verbunden. Wenn dann mal das Spiel geht, dann funktioniert das hier nicht. Wenn die KP deiner Pokémon abnehmen, verlieren sie auch ihre Kampfkraft. Schon? Übertreib es da nicht und gönne ihnen öfter mal eine Ruhepause. Alright, man sieht sich. Ah, komm, vielleicht bekommen wir ja nun... Okay, gut, ich sehe die Nachrichtenwünsche. Destroy him! Gut. Hätte ja brenzlig werden können. I don't know. Yorklef. Okay. Tackle auf ihn! Oh man. Let's go. Auch wenn irgendwie ein Wert runter gemacht wird, sieht's aus wie so eine Dusche. Boom! Amethyst, ja voll! Ja voll! Pass! Amethyst! Oh Mann! Das lange Fell um sein Gesicht fungiert als Hightech-Radar, mit dem es feinsäuberlich seine Umgebung abtastet. Okay. Steht oben Yorklef und dann unten dran Hund. Einfach un Also manchmal ist der Pokédex wirklich schlau. Ich hätte nie gedacht, das wäre ein Hund. Oh. Ich glaube, wir sollten schnell zurückgehen. Oh, dass man nicht rennen kann, das ist gerade ekelhaft. Wegen dem können wir so beschleunigen. Yo, was geht? Puh, ich unterbreche den Hausputz für ein kurzes Päuschen. Du und dein Pokémon-Team solltet euch eine Verschnaufspause gönnen. Okay. Denn ein guter Trainer achtet stets auf das Wohl seiner Pokémon. Alright. So, jetzt dürften ihr alle wieder im Vollbesitz eurer Kräfte sein. Nun kann ich euch nichts mehr aufhalten. Das habe ich sehr richtig vorgelesen. Wenn ich einfach schnell durchlese, laber ich manchmal irgendwas. Merkt man vielleicht. Oh, ich weiß ja nicht, ob sie jetzt mehr verschiedene Pokémon gesammelt haben. Eigentlich sollte es noch ein Flug-Pokémon geben. Wo ist das Flug-Pokémon? Alle Pokémon hier auf dieser Route müssen erzittern von Otaru. Weg mit euch. Jetzt. Ich glaube, Floink von Bell hat ein bisschen Probleme jetzt. Ach komm. Ich brauche nur einen Vogel-Pokémon. Kerkwa-Knarre. Hier werden keine Tiere verletzt. So als Claimer. Ey, ich flüchte schon bei... Ey, die Nagelots regen mich schon jetzt auf. Vogel. Ey, wie selten ist das Vogel-Pokémon hier? Oder kommt es gar noch nicht? Wir müssen Scheren und Bell besiegen. Das ist unsere Mission. Ach, komm. Zerschmetter es! Das hat aber vorhin anders ausgesehen. Alright. Oh, fast Level 8.
Vogel. Ist so zu schnell, wenn ich so beim Farmen halt die ganze Zeit Beschleunigung einsetze oder gilt das? Das habe ich erst jetzt gesehen. Unten beim unteren Bildschirm ist eine Batterieleiste. Sollte eigentlich, ey, das war ja übelst nützlich früher während dem Spiel. Dann hat man sogar immer den Akku gesehen. Ja, wir zerschmettern ihn jetzt. Go. Level up, komm. Gut. Okay, mit Level 8 kann ich umgehen. Ich glaube, Dusselgur sollte hier erscheinen. Ich bin mir nicht allzu sicher, ob es diese Generation vorkommt. Dreamer, willst du dich mit Belle messen? Sie hat zwei Pokémon, genauso wie ich. Also, Dreamer, wollen wir vergleichen, wer von uns mehr Pokémon bei sich hat? Was? Drei? Drei Pokémon? Du bist ja unglaublich. Da verschlägt es mir glatt die Sprache. Dir auch? Was? Wenn du im Pokédex nachschaust, kannst du übrigens die Anzahl der bisher getroffenen und gefangenen Pokémon überprüfen. So, jetzt mache ich mich aber auf den Weg nach Gavina. Denn Professorin Esche wartet bestimmt schon. Der Visocaster klingelt. Dreamer nimmt den Anruf an. Oh Gott. Tag auch. Wie geht's, wie steht's? Ich gehe mal schwer davon aus, dass ihr euch mit euren Pokémon inzwischen recht gut versteht. Oh, hallo Professor. Professor. Ey, die sagen ja selber Professor. Ich glaube, damals war es noch nicht so wichtig. Ja, okay, ich sage jetzt auch Professor. Es steht so im Spiel. Don't hate me. Ich bin hier gerade vor dem Pokémon Center von Gavina. Kommt schnell, damit ich euch herumführen kann. In Ordnung, dann machen wir uns auf den Weg zum Pokémon Center. Sehr schön, dann bis gleich. Ihr habt sie gehört, Freunde. Ich werde schon einmal vorgehen. Okay. Harmon, ich glaube, mit der Tastatur will ich das nicht lange so durchziehen. Ist okay, wenn ich nach dem Stream ein bisschen frage, wie du es so eingerichtet hast mit PlayStation 4 Controller? Oder es geht ja sicher auch mit dem Pro Controller, aber irgendwie also wenn ich es mit Bluetooth einfach so verbinde, geht's nicht. Also ich muss irgendein spezielles Programm wahrscheinlich runterladen. Wegen dem, ist okay, wenn ich dich nach dem Stream noch anschreibe? Benutze lieber das Programm Joy2Key. Okay. 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 Ist gut, ja. So im privaten Schreiben, dann kann man auch detaillierter drauf gehen, falls irgendwelche Probleme entstehen. Weil es übelst, ist ein bisschen unpraktisch mit der Tastatur. Vor allem, sie reagiert manchmal nicht und da wäre es mit dem Controller schon vielleicht ein bisschen besser. Nanu, du und dein Pokémon-Team, ihr seid auch irgendwie sehr, ihr seid euch, ich kann wieder nicht lesen, was ist heute los? Ihr seid euch auch wieder ähnlich. Oh Mann. Diesen Eindruck habe ich zumindest. Okay. Mein Brain ist wahrscheinlich noch nicht ganz wach. Merkt man vielleicht gerade bei dieser Aussage. Ah, ein Pokémon. Ach, wie ich dich beneide. Ich wäre auch gerne ein Pokémon-Trainer. Okay. Ich dachte, es würde jetzt irgendwas kommen. Hallo Trainer, wie viele Pokébälle hast du bei dir? Solltest du nicht genügend besitzen, rate ich dir besser, welche im Laden des Pokémon-Centers zu kaufen. Hey du! Kämpfe sind unerlässlich, um seine Pokémon zu trainieren. Doch wenn ihre KP sinken, solltest du sie schleunigst ins Pokémon-Center bringen. Okay. Standard.
Was für eine Tastatur hast du da? Sieht aus, als wäre es demoliert. Ja, ist auch demoliert. Ist ein paar Mal auf den Boden gefallen und also ich habe von Rappu. Ich weiß auch nicht, also ich. Die habe ich mir damals nicht mal gekauft, sondern habe die geschenkt bekommen, weil ich hatte mal eine Wireless-Tastatur, eine andere, aber die war viel klobiger und die ist mal auf den Boden gefallen wegen einem Kollegen und dann hat der Kollege mir eine neue Tastatur gekauft und seitdem habe ich die. Die ist gut, also habe ich bis jetzt nicht enttäuscht. Manchmal reagiert sie halt nicht, wenn man halt die Position ein bisschen wechselt. Ist ein bisschen nervig, aber ja. Aber trotzdem, wenn schon Wireless. Ich glaube, mit Kabel wäre ein bisschen ungünstig. Ich habe ja meinen Rechner übelst weit weg. Habe ja alles auf meinem TV. Und ich sitze ja hier auf meiner Couch. Falls man es noch nicht gemerkt hat. Ich bin eigentlich übelst immer am Chillen mit euch. Ich sitze so auf der Couch mit euch. Jeder, der irgendwie zu Hause sitzt. Fürs Ambiente. Nein, eigentlich nicht. Es ist eigentlich einfach mein Zimmer hier. Ich habe das schon immer gemacht. TV und Computer zusammen. Einfach Beste. So habe ich einfach alle TV-Programme vom herkömmlichen TV ja umgehen können, sozusagen. Die ganze Werbung. Manche behaupten, Konflikte entstünden aufgrund unterschiedlicher Ansichten. Andere wiederum sind der Meinung, dass es gerade jene unterschiedlichen Ansichten seien, die es uns erlauben, unseren Horizont zu erweitern. Ich bin der Überzeugung, dass an beiden etwas Wahres dran ist. Wow, plötzlich so philosophisch. Wir haben gerade erst geheiratet, doch ich merke deutlich, dass Männer und Frauen völlig verschieden sind. Bei den Pokémon hingegen habe ich das Gefühl, dass sich Männchen und Weibchen nicht so sehr unterscheiden. Hä? Ich weiß nicht, ob es schon in dieser Edition hinzugefügt worden ist. I don't know. Doch, ich glaube, hier gibt es doch unterschiedliche Merkmale. Bei Pikachu ist da hinten die Schwanzrute ganz am Ende entweder flach, wenn es ein Männchen ist, oder so wie ein Herz, wenn es ein Weibchen ist. Gewiss gibt es viel. Streamer 6 wieder abgestürzt. Gewiss gibt es viele wilde Pokémon, die einen im hohen Gras angreifen. Aber wenn es gelingt, sie zu verstehen, können sie zu guten Freunden werden. Ja. Alright. Was haben wir hier? Die Scheren ist dort. Okay. Wartet Professor Esche nicht vor dem Pokémon Center? Ich brauche nicht mitgehen. Das Pokémon Center kenne ich nämlich wie meine Westentasche. Außerdem möchte ich schnellstmöglich anfangen zu kämpfen. Denn wie heißt es so schön? Übung macht den Meister. Oh ja. Die Pokémon setzen sich stets mit Leibeskräften für uns Menschen ein. Im Gegenzug lassen wir ihnen unsere Zuneigung zuteil werden. Diese gegenseitige Achtung ist die Grundlage unseres Zusammenlebens. Lass mich, alten Mann, dir etwas sehr Nützliches verraten. Einverstanden? In deinem Team können sich bis zu 6 Pokémon gleichzeitig befinden. Ich hätte jetzt eine Lebensweisheit erwartet. Aber ja, ist auch gut. Auf Route 2 gibt es jede Menge Trainer, die gegeneinander antreten, um ihre Pokémon zu trainieren. Geil. Das weiß ich doch. Pokémon können sich nicht mehr als 4 Attacken gleichzeitig merken. Arme Typen. Im Anime können sie alle. Unzählige Pokémon warten nur darauf, dir endlich begegnen zu können. Die Schwachen wie auch die Starken, die Imposanten wie auch die Niedlichen. Du hast ja einen tollen Beutel und was da alles hineinpasst. Du solltest dir einen großen Vorrat an Tränken zulegen. Okay.
Wahrscheinlich hat es wieder Verbindung zum Chat getrennt. Wer an Stärke gewinnt, kommt voran. Wer vorankommt, gewinnt an Stärke. Und wenn man nichts hat... Well. Well. GG einfach. Das ist das große Artikel am Abenteuer. Okay. Jedes Pokémon kann gesund und stark werden, sei es auch noch so schwach. Es braucht nur ausreichend Zuneigung. Die Füßen des Helden, der erwählt ist, die Welt zu führen, wird ein Pokémon erscheinen, um ihm beizustehen. Dies ist eine Erzählung aus der Einalregion. What? What? Diesen Pokéball besitze ich schon sehr lange, also sollte ich ihn dir vielleicht schenken, findest du nicht? Danke. Ohne Pokébälle kann man auch keine Pokémon fangen. Und da es verschiedene Pokébälle gibt, musst du lernen, sie richtig einzusetzen. Er hat mir einen normalen Pokéball gegeben. Wow, danke, ja. Wirklich. Und leer. Und leer. Okay, was hat sie zu sagen? Komm, lass uns eine Runde Feuerpflanze Wasser spielen. Da bin ich dabei. Let's go. Ich fange an, auf die Pflanze fertig los. Feuer! Boom! Boom in your face! Sie ist irgendwie so ein Kleinkind. Und ich freue mich, wie du bist. Du setzt Feuer ein und ich pflanze. Pflanzen-Pokémon sind schwach gegen Feuer-Pokémon. Also habe ich verloren. Okay, let's go. Wasser. Boom, schon wieder. Ja, wahrscheinlich kommt immer... Ey, wenn es jetzt immer kommt, dann war die Freude für nichts. Ist doch alles gerickt. Sie cheaten sogar, dass sie einfach immer am Verlieren sind. Oh, hi guys. Nun, die Vorbereitungen sind noch nicht abgeschlossen. Noch einen Augenblick Geduld bitte. Spitz bitte einmal die Ohren. Wir haben die Leute etwas Wichtiges zu sagen. Du musst dich aber noch ein klein wenig gedulden. Nur die... Ah, okay. Sagt immer das Gleiche. Wie einfach Professorin Esche auf uns wartet. Was für ein wunderbarer Ausblick. Und erst dieser schöne Klang. Im Nu sind alle Sorgen vergessen. Ich liebe diesen Ort einfach. Welcher Klang? Die Musik, die gespielt wird? Ah! Darf ich dir mein Lieblingsstück vorspielen? Fein, dann spitze die Ohren. Jetzt spielt das mit bei der Hintergrundmusik. Okay, Gugur, ja voll. Ah, irgendwie habe ich wieder, also ja, ich habe auch gerne Xenoblade natürlich gespielt, aber ich habe bei diesem Projekt auch gerade übelst wieder Bock, das durchzuspielen. Habe ich aber auch schon tausendmal während Xenoblade gesagt. Jetzt spielen wir es endlich. Möchtest du mich trommeln hören? Ja. Solange mein Herz intakt noch schlägt, lasse ich die Trommeln ertönen. Komplett am Durchdrehen. Zu viel. Okay. Wir haben die Musik geändert und dann ändert die Musik eh, wenn wir mit ihr reden. Wow, genius. Hallo Dreamer. Mit Pokémon unterwegs zu sein ist die Freude eines jeden Trainers. Folge mir bitte, ich zeige dir nun die wichtigste Einrichtung für Trainer. Kampfpalast? Ja, das Pokémon Center. Ah, stimmt. Oh, sorry. Sorry. Hätte ja Kampfpalast sein können. Hier fühlt man sich gleich wohl, oder? Ich führe dich jetzt etwas herum. Hey, ich komme mit. Das ist das Herzstück eines jeden Pokémon Centers.
Hier werden eure Pokémon im Nu wieder aufgepäppelt. Und nun haltet euch fest. Das alles kostet euch rein gar nichts. Denn das Pokémon Center ist der beste Verbündete eines Pokémon Trainers. Probiere es am besten gleich einmal aus, Dreamer. Nur Mut. Aber Dreamer, wo willst du denn hin? Sprich doch die nette Dame an und übergib dir dein Pokémon-Team. Nein, das will ich nicht. Wir wollen unabhängig sein. Wir heilen selber. Komplett am Durchdrehen. Du sollst nicht mich ansprechen, sondern die junge Dame. Also sie? Du solltest jetzt ein Pokémon-Team anvertrauen, Dreamer. Ah, so ist das. Ah, sag doch das gleich. Okay, ja, ja. Vielen Dank, dein Pokémon-Team ist wieder topfit. Wehe, ist irgendwas, was fehlt bei ihnen. Okay, das war auch sehr gutes Deutsch. Okay, dein Pokémon-Team ist wieder topfit. Dann erkläre ich euch als nächstes den PC im Pokémon-Center. Was? Bell hat ja... Das ist unfair. Dies ist der PC. Jeder Trainer kann ihn benutzen. Hier könnt ihr eure Pokémon ablegen oder zuvor abgelegte Pokémon wieder in euer Team aufnehmen. Übrigens, wenn ihr 6 Pokémon mit euch führt, wird jedes neu gefangene Pokémon automatisch im PC abgelegt. Das seid ihr buff, oder? Wenn ihr wenn ihr meinen PC auswählt, bewältige ich im Nu euren Pokédex. Oh Gott. Professor Esche! Auf dem Bildschirm steht jemandes PC. Wessen PC ist damit gemeint? Das ist eine sehr gute Frage, Bell. Es handelt sich dabei um den PC der Person, die das Pokémon-Lagerungssystem entwickelt hat. Ihr werdet ihr sicher auch irgendwann einmal begegnen. Also dann, weiter geht's. Dies hier ist der Pokémon-Supermarkt. Hier könnt ihr nützliche Dinge kaufen und solche verkaufen, die ihr nicht mehr benötigt. Und dieser junge Herr wird euch stets mit einem Lächeln auf den Lippen bedienen. So, damit habe ich euch die notwendigen Grundlagen für Trainer erklärt. Also, ich gehe dann wieder zurück nach Avenicia? Ey, ihr wisst, ich kann manchmal so spezielle Wörter nicht aussprechen. Es ist einfach hoffnungslos. Ach, eins müsst ihr noch wissen. Wenn ihr nach Orion City kommt, müsst ihr die Wissenschaftlerin Vivian treffen. Sie ist eine alte Freundin von mir, die euch sicher bei euren Abenteuern helfen wird. Also dann macht's gut. Ich hoffe, eure Reise wird ein Erfolg. Was soll ich nur kaufen? Am wichtigsten sind natürlich Tränke und Pokébälle. Ah. Was? Ja, Bell, danke. Hallo, willkommen. Kann ich helfen? Okay, ich würde sagen, wir kaufen jetzt mal 80 Grußbriefe. Vor allem, warum kann man so viele Briefe hier am Anfang kaufen? Oh, ich habe das Spiel gestartet. Ich will einen Brief verschicken. Also top Auswahl muss man ihnen lassen. Ah, komm, Trank brauchen wir nicht. So viel auch nicht. Ja. Ja, komm, wir machen 6 Stück. Dann haben wir 10 insgesamt. Wir hätten jetzt auch einen Premierball noch dazu bekommen können. Was geht denn dort? Was geht denn dort auf dem Marktplatz nur vor sich? Keine Ahnung, lass uns mal schleunigst unter... was ist heute los? Ich vergesse die ganze Zeit Wörter. Lass uns das mal schleunigst unter die Lupe nehmen. Ich muss mich wieder an die Texte hier gewöhnen. Jetzt hatten wir halt so viele Tora-Texte, die einfach immer in der dritten Person waren oder komplett grammatikalisch komplett schlecht. Dreamer, komm schnell her. Wir waren ja schon bei ihm.
Hört mich an, mein Name lautet Gezis. G und Zis, wie die Tonfolge. Ich spreche für Team Plasma. Ich bringe euch die frohe Botschaft von der Befreiung der Pokémon. Wie bitte? Frohe Botschaft? Seit Anbeginn der Zeit leben wir Menschen in Eintracht Seite an Seite mit den Pokémon. Ganz im Sinne eines aufrichtigen Gebens und Nehmens. Zumindest halten die meisten dies für die Wahrheit. Aber ich sage euch, diese Leute irren. Sie bauen Lügengebilden um der Wirklichkeit nicht in ihr finsteres Antlitz blicken zu müssen. Oh Gott, der Text entpuppt sich ja wieder mal komplett. Habt ihr eure vermeintlichen Gewissheiten denn niemals hinterfragt? Nie einer ernsthaften Prüfung unterzogen? Boshaftigkeit schlechthin verkörpern jene sogenannten Trainern, welche die Pokémon in entwürdigender Knechtschaft halten, sie wie... Oh Gott. Alter, mein Gehirn rauchnet. Total Schaden. Sie wie ihr Leibeigenen bis in die späte Nacht hinein schinden und quälen. Sollte jemand unter euch der Ansicht sein, ich spreche nicht die Wahrheit, so erhebt er jetzt das Wort oder schweige. Also sowas irgendwie... Ja, okay, tut mir leid. Oh man, drum hört ihr guten Leute, was ich euch zu sagen habe. Im Gegensatz zu uns Menschen schlummern in den Pokémon gar ungeahnte Kräfte. Es gibt zahllose Dinge, die wir von ihnen lernen können. Und da besteht kein Zweifel darüber, welches unsere Pflicht als Menschen gegenüber dem Pokémon ist, nicht wahr? Soll das heißen, wir sollen sie befreien? Das habt ihr richtig erkannt, ihr guten Leute. Wir Menschen haben die Heerepflicht, die Pokémon von ihrem schmachvollen Joch zu befreien. Alter, der benutzt alles Wörter, die ich beim Wort... Schatz gar nicht aufgenommen habe. Denn nur dann können sie sich an jener köstlichen Gleichheit und Freiheit laben, die ihnen von Geburt an zusteht. Denkt gut darüber nach, was zu tun ist, damit die Pokémon erstmals wahrhaft gleichberechtigt mit uns leben können. Habt Dank für eure Aufmerksamkeit, ihr guten Leute. Der Friede sei mit euch. Also, vom Text her gefällt der mir schon gar nicht. Diese Rede eben. Was sollen wir denn jetzt am besten tun? Befreiung der Pokémon? Was für ein Unsinn. Wow. Dein Pokémon-Team hat eben zu mir gesprochen. What? Meine Güte, sprichst du schnell? Da wird mir ja ganz schwindelig. Aber war das eben dein Ernst? Pokémon können doch gar nicht sprechen. Was redest du da für ein wirres Zeug? Doch, sie sprechen zu mir. Aber wie ich sehe, gehört ihr zu denen, die ihre Stimmen nicht hören können. Ihr tut mir wirklich leid. Mein Name ist übrigens N. Ich bin Sheeran und das hier ist Dreamer. Wir sind hier unterwegs, da wir mit der wichtigen Aufgabe betraut wurden, den Pokédex zu vervollständigen. Doch mein eigentliches Hauptziel ist es, Champ zu werden. Den Pokédex, sagst du? Dafür müsst ihr aber eine Menge Pokémon mit euren Pokébällen einfangen. Ich bin zwar auch ein Trainer wie ihr, aber mir kommen stets ernste Zweifel, ob die Pokémon wirklich mit all dem einverstanden sind. Und du warst noch gleich... Ach ja, Dreamer, stimmt's. Lass mich mal hören, was dein Team so alles zu sagen hat. Ah! Fight! Wegen dem mussten wir heilen. Okay. Ferlilu? Ey, das ist übelst nice. Jetzt muss ich gar nicht mehr auf dem Handy auf die Uhr schauen. Jetzt haben wir ja eigentlich auch eine Uhranzeige direkt hier beim Menü. Besser geht's nicht. Boom, get's. Oh, er hat irgendwas gesagt. Ups.
Können wir es einfangen jetzt? Also, N kann nicht so gut kämpfen, wie man sieht. Was? Gefällilu hat uns instant ein Level abgegeben. Geil. Es gibt tatsächlich Pokémon. Ich habe nicht geklickt. Plötzlich geht der Text einfach weiter. Geil. Solange jedoch die Pokémon in winzigen Pokébälle eingepfercht werden, ist ihr Dasein doch nur unvollständig. Zum Wohl meiner Freunde der Pokémon muss ich unsere Welt von Grund auf verändern. Was für ein seltsamer Kerl. Aber gib einfach nichts auf. Nichts drauf. Trainer und Pokémon helfen sich stets gegenseitig. Also, ich werde schon mal weiterziehen. Ich möchte möglichst schnell gegen den Arenaleiter von Orion City antreten. Du solltest auch versuchen, die einzelnen Arenaleiter herauszufordern. Denn um ein erfolgreicher Trainer zu werden, musst du dich mit den Arenaleitern aller Städte messen. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Also nach Hause gehen? Okay. Wir können immer noch nicht rennen. Why? Start fight. Guten Tag, Trainer. Dies ist ein Tor für alle Reisenden. Denke daran, einen Blick auf unsere Leuchtschrift-Anzeigetafel zu werfen. Das gibt es nur im Deutsch, so lange Wörter einfach. Die dann sogar noch einen Sinn haben. Dein Einstieg in die Welt der Welt der Promis. Irgendwas Musik, Theater. Okay, Sonic. Lerne in der Trainerschule die Grundlage des Pokémon-Trainings. Wo immer ein herbes, frisches Lüftchen aus den angrenzenden Wäldern weht, Orion City. Ja, voll. Dreamer, stetschige Sprache, ja. So viele Einflüsse. So Englisch, Hochdeutsch, Schweizer Sprachgebrauch. Schön rühren, schnell irgendwie backen. Und dann kommt Dreamer raus. So einfach. Bestes Rezept. Ja, okay. Macht es nicht nach, sonst werdet ihr genau die gleichen Probleme haben. Oh Mann. Ich warne euch. Es freut mich immer wieder, wenn ich die verschiedenen Bekanntmachungen auf der auf der Leuchtschrift-Anzeigetafel lese. Okay, gut. Weiter. Route 2. Dreamer, ich bin's, deine Mutter. Wie geht es dir denn so, mein Schatz? Hast du dich schon mit deinem Pokémon-Team angefreundet und genießt die gemeinsame Reise mit ihm? Oder ihn? Ich rufe nur an, weil ich mal wieder deine Stimme hören wollte. In Ordnung, ich lege dann mal wieder auf. Dreamer, endlich habe ich dich eingeholt. Du bist ja schon weit gekommen. Hä? Ah, gibt sie jetzt uns die Tourbetreter? Professor Esche sagte mir, dass du wahrscheinlich auf dem Weg nach Orion City bist. Ich habe übrigens noch ein Geschenk für dich, Dreamer. Hier, probier sie am besten gleich mal an. Ja, nice. Wenn du in die Tourbetreter schlüpfst, bist du in 0, nichts am Ziel. Hör kurz mal zu. Ich lese aus der Gebrauchsanleitung vor. Da steht, halte den B-Knopf gedrückt und du kannst schneller rennen als je zuvor. Zieh deine Tourbetreter an und renne, bis dir die Puste ausgeht. Ich hatte sie nach dem Kauf verlegt und dann beim Aufräumen wiedergefunden. Ja, es schadet ihm nicht, hin und wieder mal aufzuräumen. Dreamer, du bist nicht allein. Das weißt du doch hoffentlich, oder? Dein Pokémon-Team ist stets an deiner Seite und auch auf deine Freunde ist jederzeit Verlass. Und vergiss deine Mutter nicht, die dich immer in ihrem Herzen trägt. Also dann, ich wünsche dir viel Glück und Erfolg auf deiner Reise. Buh. Trainerkämpfe sind eine ernste Sache, von der man nicht weglaufen kann.
Oh mein Gott, das Item ist ja übel selten. Wenn der Blick eines Trainers den eines anderen trifft, heißt das nur eins. Gleich kommt es zu einem Kampf. Let's go. Ja, ich hab's irgendwie so gewusst. Es kommt Nagelotz. Wenn schon der erste richtige Trainer ist. Wir haben ja jetzt nur gegen Rivalen gekämpft. Und gegen N. Eigentlich N ist ja der richtige Rivale. Weil Sheeran und Bell sind eher Freunde. Ist ja nicht so ein Wettstreit gegen sie. Bei N entwickelt das alles noch. Hey du! Ich habe etwas ganz Tolles vor. Willst du nicht zusehen? Nein. Na schön, aber ich hoffe, du genierst dich nicht einfach nur. Genierst? Ah, genierst! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Genierst! Alter! Manchmal, da kommen wir wieder, Dreamer-Stitchige Sprache. Klasse, dann schau mal gut zu. Hep, hast du das gesehen? Du kannst hier runterspringen und den Weg abkürzen. Nicht schlecht, oder? Haha, du bist runtergesprungen. Wenn du bald nicht kämpfen willst, weil deine Pokémon angeschlagen sind, solltest du auf den Wegen bleiben. Da Pokémon nur im hohlen Gras angreifen. Okay. Ich liebe den Pokémon-Kampf über alles. Mein süßes Pokémon ist viel putziger, wenn es sich so richtig ins Zeug legt. Okay. Okay, gehöre Mali. Let's go, Mali. Okay, wieder Felilu. Vielleicht hätten wir noch zum Pokémon Center gehen können. Weil da sind wir... oder Otago ist da ein bisschen... zu fest angeschlagen? Ja, okay, komm. Level 10, das reicht. Machen wir jeden fertig. Alle, die uns auf dem Weg liegen. Ja, wir müssen hier durch. Ein Yawclef haben wir schon. Ich würde eigentlich gern einen Flug-Pokémon haben. Yawclef vor! Yawclef vor! Los, mein Yawclef, zeig's ihm! Also ich nehme jetzt an, er hat einen Nagelotz. Oder ein Felilu. Was, ein Yawclef? Nein. Okay, jetzt haben wir Probleme, Leute. Oh mein Gott, wir haben das overpowered Pokémon erledigt. Ey, tut mir leid, es ist so nicht spannend, wegen dem bin ich so übelst am... übertreiben. Wir kämpfen einfach gegen Low-Pokémon. Wir sind ja uns schon an einiges gewöhnt. Ja, okay, das klingt jetzt auch so übelst eingebildet. Ja, wir kämpfen nur mit starken Pokémon. Und ich dachte, Pokémon Sonne und Mond ist schlimm. Hey, Dreamer! Na los, lass uns kämpfen. Oh ja, yay. Ich habe zwar kein heiles Pokémon oder kein richtig starkes heiles Pokémon, aber egal, kämpfen wir. Mein kürzlich gefangenes Pokémon ist auch schon etwas stärker geworden. Fangen wir an. Nein, warum muss sie genau einen Yawclef haben? Zerstör's! Bitte Volltreffer, bitte Volltreffer! Nicht ihr Pokémon! Unser Pokémon muss einen Volltreffer haben! Ach komm! Ey, wenn wir das jetzt noch mit einem Leben überleben... Oh, wir haben... Stimmt, sie hat ja einen Flonk! wir haben es wirklich noch hinbekommen!
Das muss jetzt hart sein für Bell. Puh. Du bist wirklich stark, Dreamer. Ich werde meine Pokémon auch stärker trainieren, um nicht mehr zu verlieren. Also dann, bis bald. Bell. Hier oben ist doch die Stadt. Egal. Hey, Trainer. Hast du auch genügend Pokébälle? Hier, den schenke ich dir. Danke. Pokébälle kann man nie genug haben. Und je besser der Ball, desto leichter ist es, das Pokémon zu fangen. Okay. Mein Name und... Okay, jetzt ist aber wirklich klar, dass mein Brain am Rauchen ist. Mein Mann und ich sind wirklich wie füreinander bestimmt. Was, nur dieser Satz? Okay. Meine Frau habe ich bei einem Pokémon-Kampf kennengelernt. Ich habe kein einziges Mal gegen sie gewonnen. Was hat sie für Pokémon? Frage ich mich. Oder was hat er für Pokémon? Ein Trainer auf Reisen, wie schön. Deine Familie spricht jetzt bestimmt voller Stolz über dich. Ja. Ich war neulich im Ausland und habe dort einige Pokémon-Kämpfe bestritten. Okay. Geh einfach random Haus und frag die Leute nach Pokémon. Stimmt, stimmt. Wir kommen in die Stadt so an und so. Da ist ein Haus. Okay, ich gehe mal dort schnorren. Die geben dir auf jeden Fall einen oder stehlen es. Was sind wir für ein Kind? Wir gehen einfach eben, ohne zu klopfen, gehen wir einfach in die Häuser rein, betreten jede Wohnung, jedes Zimmer, schauen jeden Abfalleimer durch. Wir belästigen alle. Was für Spitznamen haben deine Pokémon denn so? Keines. Ein Spitzname festigt die Bindung zwischen dir und deinen Pokémon nochmal ungemein. Okay. By the way, ich hab dir einen Link von Programm gesendet. Oh, nice. Danke, Harmon. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Dann schaue ich mir das jedenfalls direkt nach dem Stream mal an. Gerne. Danke. Ja, das ist dann schon ein bisschen besser. Schon, ich muss die ganze Zeit die Tastatur hier auf dem Schoß haben und auch so im guten Winkel, dass es reagiert. Wäre halt schon viel besser. Gut, das hätte ich so auch bei den früheren Pokémon-Spielen gut gebrauchen können. wenn schon passiert ist irgendwann, dass ich ja den Controller benutzen kann, besser als gar nie. Also, mein Pokémon neulich war echt der Wahnsinn. Nach dem Kampf hat es sich doch glatt weiterentwickelt und Form und Aussehen geändert. Wow. Mal entwickeln sie nicht, sie sich und mal nicht. Die Pokémon sind wahrlich wundersame Geschöpfe. Auf keinen Fall raufgehen. Da ist gerade ein Experiment im Gange. Vivian hat jedenfalls ein ganz ernstes Gesicht gemacht. Ah. Ah, da ist Vivian. Okay. Wisst ihr, wo es weitergeht zum Pokémon Center? Als ich angefangen habe, bin ich auch erstmal brav auf die Trainerschule gegangen. Ich meinte Pokémon auch egal. Wenn der Typ eines Pokémon und einer Attacke gleich ist, so steigt die Stärke. Das hat mir ein Arena-Leiter verraten. Ist hier ein Item? Oh, hier unten ist ein Item. Oder ein Item. Ein Item. Okay, X-Tempo. Let's go. Irgendwie hat dieses Haus gar keine Tür. Schnell Frage. Wie sollen die Leute dort reinkommen und wieder rausgehen? Oder haben sie es einfach als Deko hingestellt? Stellt euch mal vor, wenn das so in Real Life wäre. Häuser als Deko. Ja, da sah es noch zu grün aus. Komm, wir bepflastern das mit Teer und mit Beton komplett.
Bestimmt ist du Penis irgendwo, ja? Das ist übelst der Insider. Hamon hat sich bei sich eben diesen Namen gegeben. Stimmt, hätte ich auch mal. Nein, okay, Dreamer würde ja nicht gehen. Oder du Dream. Aber ist ja, okay. Habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Wenn der Typ eines Pokémon und eine Attacke gleich. Damit. Wenn man zweimal oder dreimal den gleichen anklickt. Hallo, nicht weglaufen. In der Traumbrache einer Fabrikruine soll es ein seltenes wildes Pokémon geben, das dich offenbar in eine Traumwelt zu entführen vermag. Wir spielen ein Kinderspiel, Leute. Also. Ein Pflanzen-Pokémon ist anfällig gegen Attacken von Typ Feuer. Aber ich weiß noch vieles mehr. Okay. Also sie sagt immer. Vergessen wir es. Ich sehe immer das Gleiche. Da gibt es dieses Modell, das in letzter Zeit sehr beliebt ist. Aber so schön. Aber so schön wie Camilla ist, so stark ist sie auch mit ihren Pokémon. Okay. Alter, was ich heute für Probleme habe mit den Wörtern. Die Stärke eines Trainers kann man an der Anzahl seiner Orden ablesen. Wenn du als Trainer etwas auf dich hältst, dann fordere die Arenaleiter heraus und hol dir die Orden. Okay. Im ersten Stock des Pokémon-Centers findest du die GTS, welche die ganze Welt miteinander verbindet. GTS steht für globale Tauschstation. Wow. Ich mag es eben feurig, von daher trainiere ich nur Feuer-Pokémon. Aber neulich hat mich einer mit seinem Wasser-Pokémon total nass gemacht. Tja, da werde ich wohl auch noch ein paar Pokémon eines anderen Typs trainieren müssen. Keck. Ein Keck. 6 Pokémon zu trainieren, das ist ganz schön aufregend. Anstrengend, sorry. Es wird immer schlimmer. Es gibt da nicht wenige Trainer, die auf ein Kernteam schwören und sich ganz und gar auf 3 Pokémon konzentrieren. Aha, so gemeint. Mimi! Oh, kann man beim PC was machen? Ah, man kommt gar nicht hin. Hä? Okay, gut. Ich glaube, wir haben jetzt alles. Also den Biker hier. Hier in Orion City an einen Orden zu kommen, ist nahezu ein Ding der Unmöglichkeit. Jedes Mal, wenn ich mich der Herausforderung stelle, erwarten mich Pokémon, deren Typ mir nicht liegt. Ich liebe Pokémon und will noch mehr über sie wissen. Und genau dafür gibt es die wunderbare Trainerschule. Die Pokémon haben allerlei mysteriöse Fähigkeiten. Die meisten davon kommen im Pokémon im Kampf zum Tragen. Es gibt Attacken, die man nur mit technischen Maschinen erlernen kann. Eine technische Maschine kann beliebig oft verwendet werden, also nur zu. Und falls du mit deiner Attacke nicht zufrieden bist, verwende doch einfach eine andere technische Maschine. Also TM. Das hat mich früher als Kind immer verwirrt, weil sie technische Maschine ausgeschrieben haben und dann bekommt man TM. Wow, beste Info. Man kann die Entwicklung eines Pokémon auch unterbinden. Wusstest du das? Ich lese dir mal aus dem Buch hier vor. Sobald die Evolution des Pokémon einsetzt, kann man es mit dem B-Knopf so sehr erschrecken, dass es in seiner Entwicklung gestoppt wird. Es wird erschreckt? Wollen wir ein kleines Quiz über Statusprobleme machen? Ja. Also hier kommt die Frage. Mit welchen der folgenden Items kannst du ein vergiftetes Pokémon heilen? Also ich nehme jetzt an mit dem Aufwecker, oder? Bingo! Damit legst du Gold richtig. Kommen wir zur nächsten Frage. Ein paralysiertes Pokémon machst du mit einem Paraheiler wieder mobil, aber ein Pokémon, das eingeschlafen ist, wächst du womit wieder auf? Also ich nehme jetzt mal Gegengift.
Bingo, bingo! Absolut richtig. Mit Statusproblemen kennst du dich aus. Da wird dir das hier nützen. Okay. Okay, meine Skills wieder. Hyperheiler. Ein Hyperheiler ist schon was Feines. Schließlich heilt er durch die Bank alle Statusprobleme. Durch die Bank? Also müssen wir jetzt noch ein Bankkonto eröffnen oder hä? Wird ein Pokémon vergiftet, schwinden seine Kabel nach und nach. Das ist aber nur im Kampf so. Na, Dreamer? Siehst du die Arenaleiter? Ja. Gerade eben waren sie noch hier und haben über die verschiedenen Pokémon-Typen gesprochen. Du musst sie knapp verpasst haben. Du, Dreamer, tritt doch mal gegen mich an. Ich möchte herausfinden, wie wichtig der Einsatz von Items im Kampf ist. Nein. Ach ja? Also ich will unbedingt ein paar Items ausprobieren. Darum warte ich hier auf dich, bis du bereit bist. Ist nett ausgedrückt zu sagen. Wir machen so oder so, egal was du sagst. Sehr nett ausgedrückt von Sharon. Hallo? Schnappst du dir auch immer schön alle Pokémon? Je mehr du an deiner Seite hast, desto besser sieht es für dich im Kampf aus. Und außerdem macht es riesigen Spaß, den Pokédex und die Boxen aufzufüllen. Muss ich ihm recht geben. Außer es sind 1000. Ja, nein, nicht mal der dann, wenn es dann mit den Umständen und dass man alle gut bekommt, alles fair ist. Dann macht es sicher Spaß, aber wenn es dann noch Event-Pokémon gibt und dies und Sachen, wo man irgendwelche speziellen Anforderungen in einem speziellen Land wohnen muss, finde ich es dann ein bisschen komisch. Also mir war das ja bis vor kurzem nicht bewusst. Aber je mehr Orden man hat, desto mehr verschiedene Items werden einem im Laden angeboten. Dankeschön für den Tipp. Hätten wir jetzt nicht gewusst. Müssen wir gar nicht kaufen. Was ist beim zweiten Laden? Sind es wieder Briefe? Oh, ein Heilball. Wow. Es sollte anders klingen. Oh, ein Heilball. Das würde besser passen. Ist eigentlich genau das gleiche wie eine Pokéball. Außer der Unterschied ist, falls man das Pokémon direkt einsetzen will, dass es geheilt ist. Und das ist der einzige Nutzen. Sonst bleibt dann der Ball ja später nutzlos. Also es heilt nicht das Pokémon nach jedem Kampf. Oder? Also das. Ich. Nein, 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 nein. Ich glaube, das wäre zu OP. Ich wollte ach vorlesen. Auch an dunklen Orten gibt es Pokémon. Da hilft es, einen Finsterball zur Hand zu haben. Hier, der ist für dich. Nachts oder in Höhlen spielt ein Finsterball seine Vorteile aus. Und überhaupt, der Name ist cool. Finster. Das hat einfach was. Okay. Leute, ich drehe mir schnell eine Zigarette. Der Satz kam auch schon lange nicht mehr. Spaß. 'Streamst du heute wieder, Hammer? Ich habe gestern leider den ganzen Rest vom Stream verpasst gehabt. War ich ein bisschen zu spät. Aber mein Handy war die ganze Zeit dabei. Also ich habe den Stream nicht beendet. Habe einfach mein Handy hier aufgeladen gehabt. Und habe halt noch den Stream ja noch aufgelassen. Ja, kann streamen. Ah, okay. Ist gut. Komme ich jedenfalls später dann noch vorbei. Tut mir leid wegen der kleinen Pause. Ich habe mir jetzt eben auch überlegt, irgendwie zu starten, also ein bisschen früher zu starten, also so um 1 Uhr oder so. Je nachdem. Bin ich noch unschlüssig, also nicht auf 100 nehmen, was ich jetzt hier sage, es kann sich immer noch ändern. Und dann vielleicht so
zwei Session zu machen, aber mit zwei unterschiedlichen Spielen. Irgendwie eben Pokémon-Spiel und dann irgendwas auf der Playstation. Weil gestern hat es übelst Bock gemacht, ja, Titanfall zu zocken. Es war so spontan einfach. Wir haben auch nur drei Runden gespielt. Aber es hat übelst Bock gemacht. Übelst Laune. Ah, sorry, ich habe gerade den Kommentar nicht gesehen. Und kein Problem, ich wollte eigentlich länger streamen, aber hatte keinen Bock mehr, irgendwas zu zocken. Ja, ja, ich kenne es selber. Irgendwann vergeht einem auch die Lust, wenn man halt immer wieder die gleiche Stelle probieren muss. Das ist ja, glaube ich, zuletzt noch Ninja Turtle, irgendwas, Teenage Mutant Ninja Turtle, irgendwas so gespielt. Glaube Speedrun wieder. Ja, ich kenne es. Ich kenne es zu gut. Ist es eigentlich? Ja, einfach so habe ich. Ja. Ja, ist auch gut, wenn man dann das nicht so erzwingt. Dass man halt dann auch ein bisschen Pause einlegt, sozusagen. Wenn das jetzt noch kaputt gegangen wäre. Dann hat man auch wieder Bock zu spielen nach einer gewissen Zeit. Freut man sich wieder. Ich hatte auch, das war glaube ich vor No Man's Sky. Welches Spiel war das nochmal? Ah nein, sogar vor Witcher. Wusste ich nicht mehr, welche Spiele das ich spielen sollte. Weil ich habe früher die Spiele, die ich eigentlich ganz am Anfang gestreamt habe, das waren so die Nostalgie-Spiele und die wollte ich eigentlich nur aufbewahren für mich und so. Und dann hat alles übelst Bock gemacht zu zocken und zu streamen gleichzeitig. Und ab da wusste ich eigentlich nicht mehr so richtig, ja, was soll ich jetzt als nächstes zocken? Habe einfach immer das gewählt, was am meisten Bock macht gerade zur Zeit. Außer, ja okay, Anthem war dann, ich sage nichts mehr. Ja, ich sage wirklich nichts mehr. Ihr könnt ja mein Anthem Fazit beim Stream selbst sehen. Ich würde aber nur den letzten Stream ansehen. Du möchtest zu einem Arena-Leiter? Hier bist du leider nicht fündig. Versuch dein Glück doch einmal in der Trainerschule. Wenn du es auf einen Ordnungsamt gesehen hast, musst du erst einen Arena-Leiter finden und finden. Ein kleiner Tipp für dich. Die Trainerschule ist das zweite Gebäude neben der Arena hier. Es gibt einige Trainer, die in der Traumbrache trainieren. Begib dich doch auch mal dorthin, vielleicht finden. Ah, ich glaube, ich habe. Ey, heute bin ich so lost. Traumbrache. Hier üben frisch gebackene Trainer. Okay. Ich bin nicht heimgegangen, oder? Ja, ich trainiere hier mit meinem Team. Was hältst du von einem kleinen Kampftraining? Okay. Ich glaube, wir haben nicht geheilt, oder? Haben wir geheilt? Haben wir geheilt? Ah, wir haben geheilt. Okay. Wenn man so im Talk ist, gleichzeitig noch spielt, dann vergisst man, oder ich vergesse schnell was. Gehen wir auf Highspeed. Mehr Power. So wieder komplett am Übertreiben. Boom, Inka. In your face. Okay, ich nehme den Kampf immer ein bisschen zu persönlich. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Wir trainieren hier ein bisschen. Mein Ziel ist es, über das Niveau eines Arena-Leiters hinauszuwachsen. Denkst du immer noch, du hättest auch nur den Hauch einer Chance gegen mich? Nein,
Julian, du wirst uns zerstören. Aber absolut. Okay, let's go. Ja, sieht gut aus für Julian. Noch kann er gewinnen. Komm schon, Julian. Ich glaube an dich. Yorkliff. Ich bin ja noch schlimmer als der Moderator bei Xenoblade. Amethyst! Destroy him! Komplett am Übertreiben. Okay. Du, sag doch mal, was war dein erstes Pokémon? Ein Otaru, verstehe. Dann passt dieses Grillmark. Ja, wie die Faust aufs Auge. Es hat einen Vorteil gegen Pokémon des Typs Pflanze, gegen die dein Otaru ja benachteiligt ist. Sag, willst du dieses Grillmark haben? Hier, bitteschön. Es kann Feuerattacken benutzen und ist somit effektiv gegen Pflanzen-Pokémon. Geil, danke. Wenn du Pokémon verschiedener Typen dabei hast, erwischt dich kein Pokémon mehr auf dem falschen Fuß. Ich glaube, habe ich eine kleine Geschichte zu Grillmark, beziehungsweise zu der Entwicklung von Grillmark. Grillmark wurde damals als unbeliebtestes Pokémon von allen als Top 1 benannt. Also Grillmark ist noch verschont, aber die Entwicklung. Keine Ahnung, irgendwie haben die Leute die Entwicklung nicht so gerne gehabt. Von allen Pokémon. Da gab es... Ah doch, es gab ja schon Deponitox. Deponitox kam ja hier dazu. Und Unrat Tytox. Okay. Dann haben wir schon mal unser Ziel. Jetzt gehen wir noch schnell heilen. Und dann bekämpfen wir Scheren. Edward mit den Scherenhänden. Ah, ist sogar Level 10. Geil. Hä? Ich weiß nicht, ich glaube Scheren setzt als erstes Yorkliff ein, hä? Dreamer, trittst du mal doch mal gegen mich an? Ja, okay, komm. Höchste Zeit herauszufinden, wie wichtig Items sind. Oder wie weit man ohne Items kommt. Ja, das ist unsere Strategie. Meistens. Außer bei der Pokémon-Liga. Aber wir kämpfen hier drin. Das Ganze darf also nicht zu wild werden. Stimmt, wir kämpfen einfach in der Trainerschule. Was haben wir für eine Uhrzeit, Leute? Spaß. Ah, er dachte, wir würden Otaru einsetzen. Gacha. Ah. Arme Scheren. Ja. Otaru kann ja auch noch ein bisschen aufleveln. So. Let's go, Scheren. Destroy him! Amethyst! Okay. Hä? Wie konnte sie zweimal Attacken einsetzen? Cheetah! Okay, gut. Oh mein Gott, Energiefokus ist ja mal die schlechteste Attacke, die ich je gesehen habe. Wie erwartet ist der Einsatz von Items von größter Wichtigkeit. Hier, Dreamer, diese Beere ist für dich. Gibst du einem Pokémon diese Beere mit, so ist sie... Ist es sie im Kampf von selbst, sobald seine Karpfe schwinden.
Von Menschen hergestellte Items wie Tränke kann es aber nicht selbst verwenden. Also viel Glück. Und er starrt weiterhin einfach die Schultafel an. Ja. So war meine Schulzeit auch. Einfach nur gegen die Tafel. Ey, obwohl, dass wir nur Otaru eigentlich trainiert haben, haben wir schon 4 Pokémon. Man bekommt einfach alles geschenkt. Oh, hey! Wie? Also, ich arbeite hier als Arenaleiter, aber... Wer bist du denn? Oder wer bist denn du? Du willst dich in der Arena beweisen? Dann verrate mir doch bitte, welches dein Starter-Pokémon ist. Na, welches wohl? Otaru, verstehe. Das tut sich gegen Pokémon des Typs Pflanze schwer. Du solltest dir also eine passende Gegenstrategie überlegen. Also ich erwarte dich drin. Hallo, ich helfe allen Trainern weiter, die sich in der Arena beweisen wollen. Mein Name ist Guido. Ah, bin Guide. Vielen Dank, dass du in der Arena antrittst. Hier für dich. Tafelwasser, geil. Das verdursten wir, wenn schon nicht. Willkommen. Unser Angebot ist auf die Vorlieben der Trainer abgestimmt. Das war jetzt sehr schwierig, dieses Rätsel. Willkommen in der Arena von Orion City. Hier wirst du mit den Grundlagen des Pokémon-Kampfes verköstigt. Wow. Ey, Killik. Hallo, hallo. Geht's dir gut? Na, kommen sie mit dem Yorklef. Sind wahrscheinlich nur die Arena-Leiter, die so sind. Okay, ein Escham, go. Oh no. Ist auch ein Level höher. Komm schon. Komm schon. Verbrennen! Wir wechseln schnell aus. Die Musik wieder normal, einfach. Mir geht's wunderbar. Nice, freut mich. Erstmal bis 13 Uhr im Bett gegammelt. Gehört sich so. Ja, ist super. Da ist was Gutes dran bei den Corona-Zeit. Man kann länger im Bett bleiben. Okay. Jetzt wäre trotzdem gut gewesen, wenn wir Tränke gehabt hätten. Wir haben ja Tafelwasser. Oh mein Gott. Ja, das geht auch. Komm, ein Trank. Es ist... Ah, ja, stimmt. Ja, stimmt. Das auch noch. Ist ja Feiertag. Ich muss im Homeoffice sonst immer früher aufstehen. Okay. Ah, okay, da hat meine Schwester ein bisschen besser. Wegen dem Homeoffice kann sie immer ein bisschen, ja, schon nicht ganz ausschlafen, aber muss nicht extrem früh aufstehen. Pflanze, ganz normal. Next. Genießt das komplette Menü der Arena von Orion City. Ich bin der zweite Gang. Wow. Penagelotz. Komm schon, jetzt mach ihn fertig. Das schaffst du. Kein Wunder, ist er zu unbeliebtesten Pokémon gewählt worden. Also seine Entwicklung. Weil er nichts kann. Er died einfach einmal. Ich dreh schon durch. Bester Pokémon-Trainer ever. Es besteht so gar kein Druck auf meine Pokémon. Nein, nein, nein. Los, triff ihn! So komplett am Durchdrehen. Genau, Otaru weiß, wie es geht. Okay, let's go.
Wir drehen wieder um. Es wird zu viel geworden. Ich würde sagen, wir machen hier noch die Arena und noch den nächsten Part. Also es kommt noch irgendwas mit Team Plasma. Machen wir die zwei Sachen noch für heute. Oder je nachdem, wie die Arena jetzt verläuft. Kann ja auch zu einem Hindernis werden. Immer speichern, Leute. Zwar, das bringt ja auch nicht in jedem oder in jeder Situation was. Zum Beispiel, wenn plötzlich ein Account nicht mehr auf irgendwelche Daten Zugriff hat und man das Spiel nicht mehr starten kann. So ein Beispiel, so am Rande. Willkommen in der Pokémon Arena von Orion City. Ich bin der freundliche Mike, Mike, der dir mit seinen Feuer-Pokémon einheizt. Wasser ist mein Element, Colin der Name, sehr erfreut. Und ich bin Benny, mein Herz schlägt für Pflanzen-Pokémon. Also, du fragst dich bestimmt, was der Auftritt zu dritt soll. Lass mich das erklären. Je nachdem, welches Pokémon unser Gegner am Anfang gewählt hat, entscheiden wir abhängig vom Typ, wer von uns dreien antritt. Ja, so ist das. Und dein erstes Pokémon war offensichtlich vom Typ Wasser. Damit stehe ich, Benny, als dein Gegner fest. Auf die Pflanze, fertig, los! Die Wortspiele einfach. Also dann, du musst jetzt mit mir Vorlieb nehmen, aber ich... Was? Aber ich verspreche dir einen denkwürdigen Kampf. Okay. Yo! Einen denkwürdigen Kampf und dann die Musik komplett am Eskalieren. Es war nicht mal extra, sorry. Gerade der erste Move, den man macht, flüchten. Oh nein. Oh oh. Oh oh. Bitte nicht heilen, bitte nicht heilen, bitte nicht heilen. Haben wir Probleme? Okay, noch zwei Aquaknarre. Nein! Okay, so viel Kraftschub bringt gar nichts. Okay, Vegimak. Heizen wir mal Vegimak ein bisschen ein. Let's go. Ein Ash an das Ding! Boom! Sehr spannender Kampf. Ah gut, ich wollte gerade sagen... Vielleicht setzt der Trank ein. Yes, wir haben die erste Arena hinter uns. Okay. Ja, das war's schon. Ich bin sprachlos. Du bist ja echt total stark. Mike und Colin hätten gegen dich auch kein Land gesehen. Okay. Wow. Leute, bling bling in unser Pocket. Dreamer erhält von Benny den Trio-Orden. Oder Tri-Orden, sorry. Die Arena-Orden sind ein Zeugnis für die Stärke des Trainers. Besitzt du einen Orden, befolgen auch im Tausch erhaltene Pokémon bis Level 20 deine Befehle. Und das hier ist ebenfalls für dich. Ah, Kraftschub. Wer hätte es gedacht? In dieser TM 83 oder 63? Nein, 83 befinden sich Kraftschub. Setzt du Kraftschub ein, werden dein Angriff und Spezialangriff stärker. Technische Maschinen kannst du übrigens beliebig oft einsetzen. Dankeschön. Okay. See ya!
Tada, ich bin Vivian. Professor Esche hat mich gebeten, dir und deinen Freunden etwas zu geben. Du folgst mir am besten. Ihr wollt also alle Pokémon in der Einalregion treffen, nicht wahr? Oh, zur Treppe bitte hier entlang. Mein Zimmer ist hier oben, bitte kommt doch mit drauf. Ich stelle mich am besten nochmal vor. Mein Name ist Vivian, wie du sehen kannst, bin ich Wissenschaftlerin. Bei meinen Forschungen beschäftige ich mich übrigens mit dem Pokémon-Training. Mit Professor Esche bin ich schon seit unserer Studentenzeit oder Studienzeit befreundet. Sie hat mich gebeten, euch zu unterstützen. Und das tue ich dann auch gleich mal. Hier, das sollte sich als nützlich erweisen. Eine versteckte Maschine. Oh, wow. Die Pokémon können auch Attacken erlernen, die außerhalb des Kampfes einsetzbar sind. Mit dieser VM kannst du deine Pokémon die Attacke Zerschneider beibringen, mit der man kleine Bäume fällt. Und genau wie die technischen Maschinen kannst du die versteckten Maschinen so oft benutzen, wie du willst. Toll, was? Allerdings ist es schwierig, mit einer VM erlernte Attacken wieder zu vergessen. Und dürfte ich dich vielleicht um einen klitzekleinen Gefallen bitten? In der Nähe von Orion City liegt die sogenannte Traumbrache. Dort findet man ein Pokémon namens Somnian, welches den Traumdunst absondert. Und den will ich haben. Was? Was? Mithilfe dieses Dunstes steht uns nämlich die Spielsynchro zur Verfügung. Wir sind dann in der Lage, die Daten verschiedener Trainer zu sammeln. Okay. Wir holen den Traumdunst. Bist du ein Trainer? Dann verwendest du das... wieder gerade Bug im System. Dann verwendest du doch sicher ab und an den PC im Pokémon Center. Ich verwalte die Boxen und mein Name ist Rubina. Sag mal, weißt du über die Kampfbox Bescheid? Nein. Also kurz und knapp. In der Kampfbox kannst du die Pokémon registrieren, die du häufig im Kampf einsetzt. Sehr kurz und knapp. Auf dem PC im Monitor scheint nichts zu sein, irgendwas so. Okay. Manchmal spielen sie auch ein bisschen mit der Perspektive, hä? Das merkt man dann bei einer Stadt besonders gut. Wir spielen ja jetzt hier eigentlich in Amerika. Also genau gesagt in New York. Wir können ja mal die Map eigentlich öffnen. Die haben wir auch schon lange. Das sieht definitiv nicht nach New York aus. Ja, ich glaube Stratos City, dort wird es dann so sein. Jetzt haben wir für den Anfang eigentlich schon diese Region erkundet. Und auch die erste Arena gemacht. Und jetzt können wir noch ein bisschen die bösen Typen besiegen gehen. I don't know. Kürze Schneider. Ich glaube, wir wissen, wer unser VM-Sklave wird. Nagelotz, du bist engagiert. Erst im Team. Können wir nicht mal einen Schritt weiter gehen? Oh, Dreamer, suchst du auch nach dem mysteriösen Pokémon? Danke. Sie läuft einfach weiter. Ich frage mich immer noch, wie es möglich sein soll, jemanden Träume zu zeigen. Magic. Es ist einfach Magic. Du, hast du auch gerade dieses Geräusch hinter der Wand gehört? Lass uns nachsehen gehen. Ah, der mit hier kommt man nicht weiter. Hum. Hey, warte. Da haben wir ja ein Somnian. Los, stoß schnell deinen Traumdunst aus. Hum. Moment mal. Wer seid ihr Typen? Was macht ihr hier? Wer wir sind? Wir sind Tag und Nacht im Einsatz, um die armen Pokémon von dem Joch
der törichten Menschen zu befreien. Wir sind Team Plasma. Was wir hier machen? Die Pokémon Somnian und Somnivora stoßen den sogenannten Traumdunst aus, der allerlei Träume beschert. Mit diesem Traumdunst werden wir endlich die Pokémon von ihrem Joch befreien. Wir müssen den Menschen auf der ganzen Welt nur einen Traum zeigen, indem sie alle ihre Pokémon freilassen. Ja, genau. Boom. Hey, wird's bald mit dem Traumdunst? Trittet ihr das Pokémon etwa, damit es den Traumdunst absondert? Wie grausam, wieso tut ihr sowas? Ihr seid doch alle, ihr seid doch auch Trainer. So ist es, wir sind auch Pokémon-Trainer. Doch im Gegensatz zu euch kämpfen wir, um die Pokémon zu befreien. Und wie befreien wir... Okay. Ja, es ist definitiv, dass Dreamer X eine Überholung braucht. Und wie befreien wir die Pokémon? Indem wir Kämpfe gewinnen und den Trainern dann ihre Pokémon wegnehmen. Genauso werden wir euch, auch euren Pokémon die Freiheit schenken. Was? Dreamer, Hilfe! So random einfach. Ja, Dreamer X has stopped processing. Ja, total Schaden. Es riecht verkokelt hier. Jetzt sieht man plötzlich, wie ein Teil vom Kopf abgebrannt ist. Oh Mann. Oh, ich hätte Otaru noch auswechseln sollen. Grillmark, das schaffst du? Okay, es setzt zwar Geduld ein. Komm schon nochmal. Anfängerfehler. Ja, mach ruhig Geduld. Jetzt kannst du deine Geduld sparen. Hast du den Kampf gegen ein Kind auf die leichte Schulter genommen? Wie dem auch sei, jetzt komme ich. Kein Scherz, aber das gilt mir auch so, wenn ich Digimon World 3 zocke und mich frage, wohin ich gehen muss. Richtiger Brainmelt, ja. Man kann sich manchmal in den RPGs richtig schlimm verlieren, da muss ich dir recht geben. Man hat es ja bei Xenoblade schon gesehen. Soweit, dass ich nicht mehr wusste, wo man hin musste. Halt vom privaten Run aus. War es gerade übelst Lost-mäßig. Wie immer. Oh, jetzt ist... Nagelotz draußen. So, Ferlilu. Das wirst du jetzt! Alter, warum... Okay, ich brauche unbedingt den Controller. Es ist doch so bedenklich. Ich drücke nach unten. Das reagiert nicht. Dann drücke ich Space. Also die A-Taste. Und das reagiert dann. Hä? Also ich bin nicht der Einzige, der Brainmelt hat. Ich glaube auch meine Tastatur hier. Ich meine DS. Ich spiele das natürlich auf dem DS. Oh man. Nagelotz hat ein Level abbekommen. Das gibt's doch nicht. Wir haben beide verloren. Aber wir brauchen diesen Traumdunst unbedingt. Wird's bald? Stößt du wohl endlich den Traumdunst aus? Hör schon auf! Was? Er erscheint einfach random. Was soll das hier werden, wenn es fertig ist? Wir von Team Plasma haben es uns zum obersten Ziel gemacht, alle Pokémon aus der entwürdigenden Knechtschaft zu befreien, die ihnen einst das törichte Menschengeschlecht aus niederen Beweggründen aufgezwungen hat. Doch wenn ihr dieser ehrenwerten Aufgabe nicht gewachsen sein solltet, das ist nicht der Gezis, der seine Anhänger um sich schart. Oder mit beschönigten Reden. Die Leute zu betrügen versucht. Nein, das ist der Gezis, der erbarmungslos straft, wenn man versagt hat. Wir verschwinden besser, bis er sich wieder beruhigt hat. What the hell? Hm. Was war
denn das gerade? Dieser Gezis ist mal da, mal dort. Der eben war doch nicht echt, oder? War das vielleicht nur ein Traum? Und dieses Pokémon? Ah! Ich konnte einfach nicht mehr länger warten. Ich musste herkommen. Ein Somnivora! Scha? Scha! Oh. Was ist hier passiert? Oh, Vivian. Also da war zuerst das Somnian, aber dann kam Team Plasma und dann kam plötzlich das Somnivora. Bell kann es sehr gut erklären. Sie ist in meinem Club aufgenommen. Ich bin ja auch sehr schlecht im Erklären. Willkommen im Club. Willkommen im Club, Bell. Und dann kam plötzlich das Somnivora. Das hat uns wohl einen... Das hat uns wohl einen Traum gezeigt. Okay. In Team Plasma... und Team Plasma hat dann... Verstehe. Somnivora ist die Weiterentwicklung von Somnian, weißt du? Und als es merkte, dass das Somnian in Schwierigkeiten steckte, hat es seine Fähigkeiten eingesetzt und einen Traum wahr erscheinen zu lassen. Einen Traum, der das Somnian rettet. Oh, einen Moment mal. Ist das etwa der Traumdunst? Damit kann ich meine Forschung vollenden. Komm doch nachher bei mir daheim vorbei. Puh, das war vielleicht ein Tumult. Dreamer, warum schaust du nicht bei Vivian vorbei? Ich werde derweil das Pokémon von eben suchen gehen. Hey, also Belle hat wirklich das Gefühl, wir machen das, was sie uns sagt. Also klar, man sollte vielleicht noch... ...noch die Pokémon tauschen. Und noch zu Vivian gehen. Das wollte ich eigentlich ursprünglich sagen. Okay, was haben wir hier? Hä? Ist hier kein Item? Enttäuscht. Ich bin einfach enttäuscht. Oh! Ah! In diesem Spiel gab es ja auch als Extra-Funktion, dass irgendwelche Gräser sich immer bewegen. Und dort gibt es meistens ein Ordoch. Hier ist noch ein Item. Paraheiler. Warte kurz, komm mal nicht. Okay, gar kein Durchgang. Aber hier. Okay, Schutz gefunden. Und noch ein Trank. Okay. Weiter geht es gar nicht. Weil ich habe irgendwie in Erinnerung, dass hier der Pylon fehlt. Also hier das orange Teil. Aber ich glaube, das kann man erst auf der anderen Seite wegmachen. Zwar. Nö. Auf der anderen Seite kommt man dann hier unten raus. Okay. Weiter geht's. Gehen wir noch schnell zu Vivian. Dann würde ich sagen, das wäre es für heute mal gewesen. So. Weil dann haben wir auch den zweiten Bildschirm freigeschalten. Bei euch war jetzt heute sozusagen der erste Stream ein bisschen... Das meiste ist auf der linken Seite passiert. Und auf der rechten Seite war einfach... dieses komische Standbild, sage ich jetzt mal. Okay. Tada! Dank euch bin ich endlich im Besitz des Traumdunstes. Damit könnten wir jetzt die Daten verschiedener Trainer sammeln. Spitze! Zum Dank habe ich es so eingerichtet, dass du ab jetzt das C-Gear verwenden kannst. Warum klingt C-Gear wie Gezis? Also auch von der Schreibweise. Ein bisschen Zufall. Mithilfe des C-Gears kannst du per Infrarotverbindung, drahtloser Datenübertragung und so weiter kommunizieren. Rotverbindung, Leute. Wir sind in der Zukunft. Nein, eigentlich in der Vergangenheit. Okay. Bitte schalte das C-Gear an Orten wie Flugzeugen oder Krankenhäusern, wo drahtlos Verbindungen verboten sind, stets aus. Was? Sind in Krankenhäusern die drahtlos Verbindungen verboten?
Das wäre mir neu. Vielleicht? Schau mal, das Ziel hier ist jetzt aktiv und der entsprechende Bildschirm erschien. Okay, gut. Wir wissen alle, ich kann nicht lesen. Wenn du das Fragezeichen rechts unten berührst, kannst du dir sämtliche Erklärungen zum C-Gear durchlesen. Also zum Thema Spielsynchro. Ich würde dir gern ein paar Dinge zu diesem System erklären, das uns erlaubt, die Daten verschiedener Trainer zu sammeln. Kannst du dir noch etwas Zeit nehmen? Ja. Die Spielsynchro ermöglicht unter Verwendung des Traumdunstes den Zugriff auf die Erinnerungen schlafender Pokémon. Genau, so können wir Daten von Trainern aus aller Welt sammeln. Aber das ist noch nicht alles. Pokémon, die per Spielsynchro schlafen geschickt wurden, träumen im Schlaf. Wenn du so ein Pokémon dann wächst, wird sein Traum in der Kontaktebene, die im Zentrum der Einmalregion liegt, Realität. Die Spielsynchro ist schon was Tolles, oder? Hat dies dein Interesse geweckt? Wenn dich das Ganze interessiert, dann schicke auch du deine Daten. Alle Einzelheiten habe ich im PC dort hinten zusammengefasst, also wirf doch mal einen Blick darauf. Oh Trainer, vielen Dank, dass du meiner Schwester geholfen hast. Hier ein kleines Dankeschön, nur keine falsche Bescheidenheit. Okay, ich kann zudem auch ein bisschen was sagen. Aber lesen wir doch schnell hier durch. Über die Nintendo Wi-Fi Connection kannst du mit allen im Adressbuch eingetragenen Freunden Pokémon-Kämpfe bestreiten und Pokémon tauschen. Wie das genau geht? Ganz einfach. Ganz einfach, Leute. Wisst ihr es nicht? Trage den Freundescode des Freundes, den du registrieren möchtest, entweder manuell in das Adressbuch in deiner Basis-Items-Tasche ein. Oder registriere ihn über die Infrarot-Verbindung des C-Gears. Okay. Früher, eben was sie gerade gesagt hat, man konnte die Pokémon schlafen schicken. Früher gab es extra eine Webseite oder halt ein Feld auf einer Webseite, wo man sich einloggen konnte. Und dann hat man mit den schlafenden Pokémon... ja, auf einer Webseite so Minispiele spielen können und halt Items gewinnen. Die Items hat man dann anschließend im Pokémon-Spiel selber bekommen. Das war so übelst wow, Hightech-mäßig. Oh, man kann mit dem Computer verbinden und wow, man kann sogar neue Pokémon dazu bekommen. Es war übelst fehlerhaft. Also bei mir hat es nicht so gut funktioniert. Ich glaube, die Schweiz war damals auch noch nicht so involviert. Was ist das? Okay, schauen wir schnell an. Was ist das hier? Das sind dann Personen. Ah, stimmt, die Person hat man dann gesehen wegen dem Infrarotzeichen. Das ist ja ganz oben rechts. Wir haben ja natürlich jetzt kein Infrarot. Oder ist Bluetooth eigentlich Infrarot? Wird es heute einfach anders benannt, oder? Ich weiß gar nicht. Machen wir mal drahtlos, komm. Die Kontaktebene. Ah, okay. Wir schauen dann mal die Kontaktebene morgen oder so an. Ist das hier? Kann man so Designs verändern? Für was auch immer. What? Was bringt das? Okay, IR. Achso, Infrarot. Ah, okay, hier hatte man gegeneinander kämpfen können. Und WLAN. WLAN. Oh mein Gott, WLAN. Es hat WLAN gehabt. Ja, Leute. Ich speichere jetzt mal. Ah, jetzt steht dann immer oben rechts beim rechten Bildschirm die Infrarot-Anzeige. Ja, ist halt so. War ja auch früher im Spiel so. Ja, Leute. Dann hoffe ich, dass ich das irgendwie hinbekomme, dass ich morgen nicht so erschwert auf der Tastatur spiele. Dass das irgendwie mit dem Controller geht. Schaue ich auch gleich in den privaten Chat rein, Hamon. Und, Hamon, streamst du jetzt gerade? Oder...
Ich weiß nicht, ist das Jahr jetzt gerade zu... Eh nach paar Minuten. Ah, okay. Okay. Ja, sonst hätte ich noch hosten können. Sonst die Bock haben, bei Hammer noch vorbeizuschauen, können ruhig vorbeigehen. Ich werde jedenfalls dann später vorbeikommen. Ich werde noch ein bisschen essen gehen und habe noch privates Zeug zu erledigen. Aber würde dann wieder vorbeikommen. Wie immer. Ja, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche allen noch einen schönen restlichen Tag. Habe ich jetzt gefreut, mal ein anderes, ein neues Projekt zu starten. Habe mich wirklich gefreut. Ist mal eine Abwechslung, sagen wir so. Man sieht sich dann. Ey, danke Hamon, bis später dann. Und danke für den Support, Hamon. Vielen Dank, schätze ich wirklich. Vor allem eben wegen dem Programm. Du hast mir gerade das Leid erspart, sozusagen. Wenn es klappt bei mir. Also ist gut. Ey, Leute, bis zum nächsten Mal hier wieder auf dem Dreamers Channel. Peace out. Bye.